So, hallo Schachfreunde. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Der Lutz ist schon mal da, das ist schön, das freut mich. Wir gucken mal, dass alle hier so Stück für Stück mit reinkommen. Ich habe mal ein bisschen am Design gearbeitet, ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe auch beim Kanal jetzt schon mal wieder ein bisschen was gemacht. Jetzt, wo ich dann doch die Möglichkeit habe, endlich wieder mit dem PC zu arbeiten, kann man doch das eine oder andere endlich mal in Angriff nehmen, was ich ja auch nicht so optimal fand, aber naja gut. So einen kompletten YouTube-Kanal nur übers Handy zu machen, ist halt auch schon eine gewisse Herausforderung. Weil man einfach, ja nicht alle Funktionen auf dem Handy hat und vieles auf dem Handy, auch wenn es theoretisch Programme für das eine oder andere gibt, doch sehr unkomfortabel ist. Gerade so Bildbearbeitung und so fand ich doch extrem nervig. Das ist irgendwie, ja, da kannst du kaum vernünftig was von A nach B schieben oder was zusammenbauen, was aus verschiedenen Sachen besteht. Das, ja, ist am PC doch wesentlich komfortabler, auch von den Programmen, von der Programmführung her. Und naja. Gut. Ja, heute soll es um vier Steiner gehen und ich weiß nicht, ich wird mir zumindest außer dem Lutz noch keiner angezeigt, von daher würde ich sagen, warten wir mal ganz kurz hier noch, gucken mal, dass sich hier noch der eine oder andere einfindet, dass von vornherein dann auch im Thema ist und wir die vier Steine heute möglichst gut abhaken. Ich gucke mal, ich habe jede Menge Stellungen vorbereitet und wir schauen mal, ob wir das ja heute in eins durchziehen oder ob wir das auf heute und morgen Abend irgendwie aufteilen. Müssen wir mal ein bisschen schauen, je nachdem, wie gut das so klappt. Und ja. Müssen wir mal ein bisschen schauen, je nachdem. Wenn ihr gut seid, wenn ihr schnell seid, dann ja, könnten wir die auch alle vielleicht schaffen. Müssen wir mal gucken, wie das so aussieht. Je nachdem. Aber wie gesagt, ich würde da nochmal ein paar Minuten Zeit geben, dass hier noch der eine oder andere mit dazukommt. Und dann können wir hier loslegen, was das angeht. Ja. Weiß nicht, Lutz, wie sieht es denn mit dir aus bei vier Steinern an? Was denkst du denn da? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das würde mich auf jeden Fall interessieren oder da kenne ich mich gar nicht gut aus? Gibt natürlich auch Themen, die sind interessanter und Themen, die sind nicht ganz so interessant, aber ja. Mit vier Steinen ist ja doch noch relativ übersichtlich, aber trotzdem, glaube ich, gibt es genug Stellungen mit nur vier Steinen, wo, glaube ich, doch Fragen auftauchen. Mit fünf wird es natürlich nochmal wesentlich komplizierter, aber das, ja, das macht dann keinen Sinn so als Fünf-Steiner-Video, glaube ich, weil dann wird es einfach viel zu viel, was dann noch an interessanten Endspielen mit dazukommt. Aber vier Steiner ist doch relativ übersichtlich. Wieder. Ich habe jetzt 30 Stellungen zusammengebaut und ja, man kann theoretisch noch ein bisschen mehr wohl machen, aber ja, da muss man dann schon wirklich so ein bisschen suchen. Turmhinspiele. Ja, Turmhinspiele kommen als nächstes. Turmhinspiele als vier Steiner haben wir natürlich nicht, weil wir nur vier Figuren insgesamt haben. Aber wir haben einige Kämpfe Turm gegen Bauer heute mit dabei oder beim nächsten Mal mit dabei, je nachdem, wie wir das schaffen. Da gibt es einige interessante Stellungen, die man kennen sollte und oder Prinzipien auch, die man kennen sollte. Von daher ist Turm gegen Bauer auf jeden Fall ein wichtiger Teil dieses Viersteiner-Parts, definitiv. Und danach habe ich mich auch schon entschieden, werden wir dann auch weitermachen mit Turmenspielen im Prinzip. Müssen wir mal gucken, ob wir heute, wenn wir heute alle durchkriegen, dann werden wir wohl nicht morgen direkt mit Turmhinspielen anfangen, sondern nächste Woche. Aber das steht auf jeden Fall jetzt mit auf dem Programm. Denn gerade im Bereich der Turmhinspiele gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel auch, was ja sitzen sollte, was nicht so sitzt oder vielleicht doch nicht so bekannt ist. Und ja, da können wir auf jeden Fall mehr als genug zu machen. Ich weiß nicht, ansonsten vielleicht einmal, wie gefällt dir das neue Design? Wie gefällt dir die Farben hier im Video? Oder ich weiß nicht, wie gesagt, das Kanalbanner ist auch schon geändert. Habt ihr schon mal ein bisschen versucht, was optisch zu machen? Mal ein bisschen aufhübschen hier.
bin zwar leider nicht so der Design-Freak, aber naja, sollte doch schon alles vernünftig aussehen und ich glaube, da könnte man schon noch einiges verbessern. Aber ja, das geht vom Handy einfach nicht so top. So, wer ist denn noch alles hier? Hier werden mir gleichzeitige Zuschauer angezeigt, aber irgendwie zeigt er mir hier wieder mal keine Namen an. Da müssen noch mehr Leute hier rumschwirren. Aber vielleicht wird es schon mal ein bisschen interessanter. Ich springe einfach mal zur ersten Stellung. Sieht super aus, na, das ist doch, höre ich doch gerne. Ja, ich springe einfach schon mal rüber hier zur ersten Stellung, dass ihr wisst, was uns hier erwartet. Und dann fangen wir doch so ganz sachte vielleicht an. Denn die Sachen sind ja unabhängig voneinander und es baut ja nicht unbedingt ein vier Steine auf dem anderen auf. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Genau, sondern die vier Steine bauen ja nicht. Huch, der Jürgen auch schon da, hallo. Genau, sondern die vier Steine bauen ja nicht alle aufeinander auf, sondern die vier Steine stehen teilweise auch für sich. Von daher ja, macht das nichts, wenn man die eine oder andere verpasst hat. Außerdem wird der Stream auch so als Video nochmal auf dem Kanal auftauchen. Von daher kann man auch da sonst nochmal nachgucken, wenn man einzelne Parts verpasst hat. Ist überhaupt keine Schwierigkeit. Und ja, das sieht doch schon mal gut aus. Gut, dann lasst uns mal so ganz soft beginnen, wie gesagt, mit dem ersten kleinen Viersteiner hier. Und ja, ihr seid schwarz und ihr habt quasi hier die Qual der Wahl und könnt gleich eure Endspielkenntnisse zeigen, ob ihr hier lieber den Läufer oder den Springer schlagt. So, als kleiner, ganz softer Start hier. Wie gesagt, die vier Steiner. Also ich glaube eher, dass euch so Dame gegen Bauer oder Endspiele kannst du ja nicht entgehen lassen. Ja, wie gesagt, also viel wird heute Kampf Dame gegen Bauer und Turm gegen Bauer sein. Und ich sag mal so, vieles davon lässt sich vielleicht auch später rauskriegen. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja immer der Meinung, dass es wichtig ist, diese Dinge einfach zu wissen, dass man in dem Moment einfach nicht drüber nachdenken muss. Egal, ob ihr nun eine Blitzpartie habt und wenig Zeit, aber auch so in einer praktischen Partie manchmal, wenn ihr euch dann über bestimmte Sachen irgendwie noch Gedanken machen müsst, dann wird es halt irgendwie schwierig. Und von daher, umso mehr Basiswissen ihr habt, umso schneller könnt ihr bestimmte Situationen einfach erkennen und habt da weniger Schwierigkeiten mit. Okay, König schlägt D7, seid ihr euch wohl einig? Ist natürlich der Richtige. Den Läufer muss man hier vernaschen und dann sollte man den halben Punkt mitnehmen. Vielleicht noch ganz kurze wichtige Randnotiz. Zwei Springer können theoretisch matt setzen, aber ihr könnt es halt nicht erzwingen. Also solltet ihr tatsächlich hier mit Uhr spielen, müsst ihr aufpassen, weil das kann Weiß theoretisch unendlich weiterspielen. Also solange bis halt die 50-Züge-Regel greift. Aber ansonsten kann man das hier noch Ewigkeiten spielen und probieren. Und ja, solltet ihr hier mit der Zeit knapp dran sein, wird euch vielleicht auch das Schlagen des Läufers nichts nützen. Aber ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Hier kann euch euer Gegner nun nicht zwangsläufig matt setzen, während Gegenläufer und Springer halt zusammen ein tödliches Duo bilden können. Gut, wunderbar. Habt ihr doch die erste schon sehr schön bestanden. Und darauf folgt natürlich der Klassiker. Einmal ganz kurz. Ja, wir machen nur mal so ganz kurz aus dieser Stellung. Ja, wir können das Zug für Zug machen. Weiß soll an dieser Stellung dran sein. Ihr könnt mir auch so ein bisschen das Schema nur kurz aufzeigen. Das reicht mir auch. Aber hier sollte man ungefähr wissen, wie die Verfahrensweise ist, wie man aus dieser Stellung zum Matt kommt. Wenn euch das Thema Springerläufer noch weiter interessiert, da habe ich auch schon mehrere Videos zu auf dem Kanal, wie man den König an den Rand treibt, wie man komplett matt setzt. Ich habe sogar ein Video gemacht, wo ich Big Greek mit eingebunden habe, weil er hat das bei sich auf dem Kanal gemacht. Und selbst der hatte dann Schwierigkeiten, wenn das Spiegel verkehrt war. Also es muss ja nicht so theoretisch sein, sondern es könnte ja genauso auf über Kopf sein. Es könnte ja genauso gut auf der achten Reihe passieren oder rechts am Rand oder links am Rand. Und das scheint dann doch für den Menschen, je nachdem, ziemlich schwierig zu sein, obwohl das System natürlich immer das gleiche ist, wie man hier zum Matt kommt und vorwärts kommt. Ja, ich glaube, dass ihr vieles davon tatsächlich auch wisst. Ich glaube, ja, interessanter werden wirklich gleich die Kämpfe Turm. Interessant werden wirklich gleich die Kämpfe Turm gegen Bauer und Dame gegen Bauer, weil da gibt es so ein paar Stellungen dabei, die sind doch recht knifflig und wenn man sie nicht genau weiß oder gesehen hat, ja, ist das doch schon
eine spannendere Geschichte. Hier diese Basics solltet ihr soweit schon kennen und drauf haben. Davon gehe ich hoffentlich mal aus. Wenn nicht, umso besser, dass ihr sie hier lernt. Jawohl, da lese ich doch schon sehr schöne Sachen. Also Läufer H7, genau. Das wäre hier der nächste Zug. Und das W-Manöver, genau, das ist das, was ihr halt kennen solltet. Genau, das ist dieses berühmte Springer-W. Das ist die Route, die der Springer anstrebt. Und so wird der König dann Stück für Stück rübergetrieben und der Springer weicht auch nicht davon ab. Deswegen sind genau die Felder, die der Springer hier beschreitet. Und so wird der König Stück für Stück in die Ecke getrieben. Er kann nur in der Ecke matt gesetzt werden, die der Läufer halt beherrschen kann. Auf der anderen Ecke funktioniert es halt nicht. Das ist der einzige Weg. Und ja, wir können das kurz hier an der klassischen Variante machen. Hier sollte man vielleicht einmal noch wissen, es gibt natürlich auch den Plan König D8. Allerdings, wenn Weiß danach optimal spielt, dann werdet ihr hier sogar schneller matt gesetzt als Schwarzer. Also wenn es hier wirklich irgendwie knapp auf die 50-Züge-Regel zugeht und ihr seid nicht sicher oder ihr könnt es nicht durchzählen, dann solltet ihr definitiv König F8 machen, weil König F8 am Ende des Tages länger dauert als König D8 bei optimalem Spiel. Genau, jetzt kommt hier halt die nächste Route vom Springerschach. König marschiert mit, um die schwarzen Felder zu decken. König will wieder zurück. Aber der Läufer ist da und kümmert sich um die weißen Felder. Der Springer macht mit seinem W weiter. König geht rüber. Jetzt brauchen wir einmal ganz kurz einen Tempozug an der Stelle mit dem Läufer. Und dann geht der Springer weiter auf seiner Reise. Und jetzt ist der König eingeklemmt, ist auf diese beiden Felder hier beschränkt. Woanders kann er nicht mehr hin. Der Läufer sperrt hier ab. Und jetzt muss man nur noch so umgruppieren, dass der Springer das Feld B8 kontrolliert in diesem Fall. Und darf dabei natürlich weder die Diagonale verstellen, noch die lange Diagonale, weil über die muss der Läufer natürlich matt setzen. Also ist das einzige Feld, wo er hin kann oder hin muss, in diesem Fall A6. Also hier nochmal Tempozug. Springer hüpft dann nach A6 mit Schach, ganz wichtig. Und Läufer G2 matt. Aber auch das war hoffentlich nichts Neues für euch. Das ja, gehört zu den Basics, das sollte man drauf haben. Da haben viele immer vor Angst, so nach dem Motto, oh, das muss ich unbedingt können, wenn ich das mal in einer praktischen Partie habe. Ja, so wild ist es eigentlich nicht. Und das Thema, dass das in der Praxis wirklich mal auftaucht, ist einfach extrem selten. Von daher, macht euch da keinen großen Kopf. Wenn euch das hier soweit kein Problem war, dann braucht ihr auch für die Praxis da euch keine Gedanken drum machen. So. Moment. Was gucken wir hier eigentlich? Jo, jetzt haben wir irgendwie einen übersprungen. Geh mal kurz eine zurück. Ich glaube, die richtige ist jetzt die richtige. Nee, ihr seht noch die falsche. Ich mach das hier nochmal. So, jetzt haben wir die richtige. Irgendwie ist hat er eine übersprungen gerade. So, jetzt müsste der die richtige sehen. Ja, okay. Gut. Weiß am Zug. Und ja, wollt ihr schon aufgeben oder wollt ihr nicht aufgeben? Aufgeben wollt ihr natürlich sowieso nie, außer ihr seid matt. Von daher wollt ihr sicherlich spielen. Warum löscht du das, Lutz? Das war richtig. Das war absolut richtig. Das war genau die Lösung.
Das ist genau der richtige Zug. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Turm B3 ist korrekt. Und egal wie der geschlagen wird, ist es dann halt Patt. Alles richtig, genau. Das ist ein Motiv. Das sollte man auch nochmal kennen für die Praxis. Das kommt dann häufiger mal vor. Also so die, ja, es gibt zwar auch andere Patt-Motive, aber das ist, glaube ich, das, was so beim Mattsetzen mit am häufigsten vorkommt. Weil Schwarz einfach denkt, er ist hier schon durch und da gar nicht aufpasst. Und das so ein Motiv ist, was man super gern übersieht. Vor allen Dingen, weil der Turm halt von zwei Figuren geschlagen werden kann, aber weder die eine noch die andere ja, kann halt schlagen mit Gewinn. Von daher, das ist nochmal wichtig. Hm? Was hast du? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Sehr gut. Okay, hier soll Weiß auch dran sein. Im Kampf Dame gegen Turm. Und ja, hier geht es eigentlich nur um den kürzesten Gewinnweg aus dieser Stellung. Das ist eine Stellung, die man auch ja, vielleicht schon mal gesehen haben sollte. Auch die habe ich auf dem Kanal schon mal gezeigt. Und ich glaube auch der David, der Schachpanner, hat das glaube ich auch schon hier und da mit erwähnt. Also das ist vielleicht noch so eine Stellung, die man hier vielleicht noch kennen sollte. Aber der Kampf Dame gegen Turm, ja, kommt natürlich ab und zu vor, aber eure Gegner werden es halt nicht so perfekt spielen, von daher glaube ich nicht, dass man unbedingt alles wissen muss, was, auch wenn es sehr interessant war, was der David auf seinem Kanal dann noch gemacht hat, mit den ganzen Gewinnvarianten und wichtigen Stellungen und sicherlich spannend, aber für die Praxis glaube ich nicht so relevant. Aber das hier ist eine Stellung, die man doch auch kennen sollte, weil hier kann man sich sehr schwer tun und hier kann man sich auch sehr leicht tun, wenn man weiß wie. Okay, die scheint ein bisschen spannender zu sein. Ja, wenn du hier nur das Zugrecht abgibst, könnte er auch den König ziehen. Also so einfach in der Stellung jetzt das Zugrecht abgeben, das würde dir nichts bringen direkt. Weil dann könnte er ja trotzdem den König ziehen. Das würde dir so direkt nichts bringen. Ja, Dame 5, Turm F7 wäre auch nicht so gut. Auch ein hübsches Patt. Ja, man muss ja immer aufpassen. Also die Dame sollte eigentlich in der Regel nicht so die Felder G8 oder so entdecken. Das erhöht halt immer die Chance, dass da irgendwie so eine Patt-Möglichkeit ist. Das ist genau wie wir es in der Konstellation eben auf D3 hatten. Da deckt die halt auch B1. Das ist eher ungünstig wegen dieser Patt-Geschichten.
Okay, gut. Wir wollen uns nicht Ewigkeiten dran aufhalten. Entweder ihr wisst es halt oder ihr wisst es nicht. Und ihr scheint es offenbar nicht genau zu wissen. Das ist auch nicht schlimm, dafür machen wir das hier, ja. Ist ja schön, wenn was dabei ist, dass ihr was Neues lernen könnt. Also hier muss man halt wissen oder sehen, dass die Stellung nach Dame H5 Schach König G8 grundsätzlich kritisch ist. Weil da hat Schwarz halt sehr begrenzt Züge, wenn er dran wäre. Der König kann halt irgendwie nicht ziehen, wegen Dame H6 zum Beispiel. Und der Turm müsste halt irgendwie sehr weit von dem König weg in der Stellung. Weil der Turm kann nicht auf die H-Linie, wegen Dame E8 matt. Und F7 ist von der Dame halt aufgedeckt. Und deswegen macht die Dame hier ein Dreiecksmanöver, Dame H2 Schach. Turm kann jetzt nicht dazwischen, wegen Dame B8 matt. Also muss König G8 kommen. Und jetzt Dame H5. Das ist der Trick. Nicht direkt Dame H5, sondern über H2 nach H5. Und jetzt ist Schwarz dran. Und ja, jetzt geht das Ganze recht schnell, weil er hat einfach hier schon keinen vernünftigen Zug mehr. Wie gesagt, König F8 käme Dame H6, dann wäre sofort der Turm weg. Und ansonsten muss der Turm halt irgendwo hinziehen. Ich nehme jetzt hier mal G1. Wir könnten auch jedes andere beliebige Feld nehmen. Das läuft alles jetzt über das ähnliche Muster im Prinzip ab. Gehen jetzt auf die andere Seite, auf die der Turm nicht gegangen ist, geben doch Schach. König muss nach H7. Damit D7 Schach. König F6 verbietet sich wegen Dame H3. Also muss der König wieder zurück. Dame C8. Turm darf jetzt auch nicht dazwischen wegen Dame H3 matt. Also König H7. Dame C7 Schach. Ja, ist wieder das gleiche Spiel. König H6, Dame H2 wäre matt. Und ja, jetzt kann er halt hier noch, jetzt habe ich hier sogar noch den nicht ganz optimale Verteidigung gespielt. Ich habe hier sogar König H8, König G8 ist noch ein kleiner Ticken zäher, aber ändert auch nichts. Kommt hier Dame B8 Schach, nachdem der König wieder zurückgeht, sammelt Dame H2 den Turm ein. Ja. Wie gesagt, das ist nicht eine der so wichtigen, weil die Stellung ist ja grundsätzlich gewonnen. Aber es ist vielleicht schön zu wissen, wie man sich in der Stellung dann einfach macht, wenn man es tatsächlich mal in der Praxis haben sollte. Aber das ist jetzt hier nicht die unmittelbare, die ihr wissen müsst. Also wichtiger sind gleich so die Dame gegen Bauer oder Turm gegen Bauer Geschichten. Da sollte man schon zielsicher wissen, was dabei rauskommt, wie das Ergebnis ist und wie man spielt. Hier, ja, ist nice to know, aber ist nicht so unbedingt entscheidend. Okay. Gut, wollen wir mal gucken, wie das denn mit den Leichtfiguren aussieht. Also Kampfturm gegen Leichtfigur. Wie schaut es denn mit dieser Stellung aus? Weiß am Zug. Ist da was drin? Ist da gar nichts drin? Ist das einfach Totremie? Kann man hier noch irgendwas rumprobieren? Ja, Philipp, jetzt kommt die spannende Frage. Ich glaube oder ich weiß? Ich weiß, man sagt gerne, ich glaube. Aber hier möchte ich halt, dass ihr nicht sagt, ich glaube, sondern ich weiß. Tief einatmen, Brust raus und dann so und so ist es. Das ist halt, das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil wenn du jetzt wirklich das Beispiel hast und könntest das hier in einer praktischen Partie kriegen, dann musst du es halt vorher wissen. Wenn du es jetzt hast und musst es dann ausprobieren, das ist halt Mist. Das sind so ein paar Basics, die sollte man wissen. Genau, Jürgen sagt schon, es gibt halt eine richtige und eine falsche Ecke, das muss man halt im Prinzip wissen. In dem Fall, was auch logisch ist, ist halt die Ecke für den König besser, die der Läufer nicht kontrollieren kann, damit der Läufer halt als Schutz fungieren kann. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel Dame C8 Turm C8 probieren würde,
dann wird der Läufer halt dazwischen gehen. Und ja, dann kann ich da nichts weiter draus machen. Dann muss man den Turm wieder wegziehen, um das Patt irgendwie aufzuheben und komme da halt nicht weiter. Und ich kann auch aus der Ausgangsstellung auf der anderen Seite irgendwie Schach geben. Und da passiert aber auch nichts, der König geht weg. Jetzt kann ich hier Turm D2 noch probieren, aber ja, selbst hier weiß ich gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Zug gibt, mit dem er hier total fehlgreifen kann, dass er verliert. Also eigentlich nicht, wenn er den Läufer nicht anfängt einzustellen. Also selbst das komisch aussehende Läufer C7 Schach hält hier Remis. Und ja, ich glaube, die meisten anderen Züge auch. Ich glaube, hier gibt es kaum einen, der es tatsächlich noch einstellt. Aber ja, selbst Läufer C7 Schach oder so würde hier halt reichen. Würde die Opposition ja wieder aufheben und dann kann man ja einfach wieder wegziehen mit dem Läufer und da passiert dann nichts. Da habt ihr auch gegen einen unerfahrenen Gegner eigentlich kaum eine Chance, das irgendwie durchzukriegen. Klar, wenn man jetzt in einer praktischen Partie ist, dann probiert man es natürlich trotzdem vielleicht irgendwie, vielleicht gerade wenn Zeit begrenzt ist, aber ja, da gibt es auch nicht besonders irgendwas zu wissen. Da geht einfach nichts. Okay, wie ist denn mit diesem Beispiel? Das wäre ja nach unserer Definition jetzt hier zumindest schon mal die falsche Ecke. Der Jürgen zählt. Also schön, dass du zählst, Jürgen, dann weiß ich wenigstens immer, bei welcher Aufgabe wir sind. Muss ich nicht überlegen, wie viel wir schon gemacht haben. Kann man es hier gewinnen? Wie sieht das aus? Gibt es irgendeine Faustregel dafür? Irgendwie teilt mir euer Wissen oder eure Gedanken mit. Weiß kann gewinnen, Tempo auf Läufer und Matronen. Jo, also das ist richtig. Weiß gewinnt hier tatsächlich. Was mal wichtig ist, oder wichtig wissen muss bei der falschen Ecke ist, sollte der König halt irgendwie hier gefangen sein auf einem dieser beiden Felder und kommt da nicht mehr raus und der König hält sich halt hier auf A6 oder B6 auf, dann ist es halt vorbei. Aus der Ecke kommt er nicht mehr raus und das ist dann immer gewonnen, egal wie die Figuren genau stehen. Also egal wo der Turm jetzt hier, könnte beliebig auf der C-Linie stehen. Der Läufer, solange es ein Weißfeldiger natürlich ist, kann halt auch beliebig stehen. Ist völlig egal, wer am Zug ist. Das ist das System, was ich mir halt hier merken muss. Der Turm sperrt die C-Linie in dem Fall ab und der König lässt ihn hier nicht raus und steht halt selber auf A6 oder B6 an dieser Stelle. Und damit ist es dann halt vorbei. Und Weiß kann es sich hier einfach machen. Weiß kann ja einfach den Läufer durch die Gegend jagen. Der Läufer kann ja eigentlich nie oder möchte natürlich nicht gerne auf D, E, F oder G gehen, sondern möchte natürlich gerne sich hier auf der ABC-Linie irgendwie verstecken, weil von hier aus kann der Turm halt nicht so viel machen. Also bleibt er natürlich hier und möchte gerne hier hinten bleiben. Das Problem ist halt nach Turm C2 und Läufer B3 kommt Turm B2 und jetzt würde halt Läufer C4
an König C5 mit Abzugsschach scheitern. Und das gleiche gilt natürlich für Läufer A4. Das ist halt, was man hier wissen muss. Deswegen schafft es der Turm natürlich hier trotzdem, dem Läufer halt die Felder wegzunehmen. Das ist halt hier das Entscheidende. Und deswegen muss der Läufer jetzt halt trotzdem irgendwie auf die EF- oder G-Linie. Und das ändert dann alles sofort tödlich. Läufer E6. Und ja, wie gewinnt ihr jetzt? Jetzt steht der Läufer natürlich ungünstig, weil man ihn angreifen kann und kann versuchen, hier halt Tempi zu gewinnen, Matronen aufzustellen, aber man muss es auch richtig machen. Es gibt auch einen falschen Weg, den habe ich leider auch schon in der Praxis gesehen, dann ist das Ganze plötzlich wieder Remis. Denn ihr müsst natürlich aufpassen jetzt, ihr habt euren Turm jetzt von der C-Linie weggezogen. Das heißt, wenn ihr ihm jetzt Zeit gebt, dann kann er mit dem König da natürlich rauslaufen. E2, E8, H8. Turm E2 droht Turm E8, aber. Also, mehr oder weniger. Das ist wohl ein Schreibfehler. Hat sich wohl ein Schreibfehler eingeschlichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du da das Richtige gemeint hast, Jürgen. Also Turm E2 ist auf jeden Fall richtig. Und ja, würde jetzt halt, jetzt Läufer D7 halt noch der beste Versuch. Und jetzt ist halt wichtig, weil das könnte man ja auch überlegen, nicht darauf reinzufallen, nicht Turm D2. Das würde jetzt hier den halben Punkt wieder einstellen. Ach so, ja, da kommst du gar nicht hin, weil er macht Läufer D7. Läufer D7 ist viel energischer an der Stelle, als freiwillig auf die Achse zu gehen. Genau, und jetzt wäre Turm D2 halt ein großer Fehler, weil jetzt könnte er tatsächlich König C8 spielen, jetzt wäre das Ganze plötzlich Remis. Aber das Problem an dem Feld D7 ist halt, dass er seinem König hier diese Fluchtroute versperrt hat. Und Turm E7 wäre tatsächlich auch ein Fehler. Turm E7 hat genau das gleiche Problem. Da kommt auch einfach König C8 und der König haut ab. Nee, ihr müsst hier jetzt tatsächlich nutzen, dass er sich das Fluchtfeld quasi verstellt hat. Und jetzt könnt ihr hier mit Turm H2 am einfachsten gewinnen. Und bringt den Turm jetzt hier auf die 8. Reihe. Ihr könnt auch Turm F2 nehmen, das ist egal. Also ihr geht halt auf ein schwarzes Feld hier unten auf der 8. Reihe und jetzt ist es halt vorbei. König kann nicht rauslaufen, weil der Läufer ihm halt das Feld versperrt. Also könnt ihr nur noch irgendwie abwarten und dann kommt ihr mit dem Schach. Und hier macht ihr einfach einen Tempozug. Und dann ist es vorbei. Aber das sollte man hier auch schon mal gesehen haben und wissen, dass man den Läufer halt nach D7 im Prinzip treibt. Und dann halt über die 8. Reihe kommt von weit weg. Das ist hier das Gewinnverfahren. Gut, aber wir sehen ja schon, da habt ihr wieder ein bisschen was, der eine oder andere auf jeden Fall mitgenommen. Das ist doch gut, dass wir euch hier in diesen Sachen nochmal so ein bisschen festigen.
Aber das ist natürlich durchaus praxisrelevant hier. Okay, wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema Turm gegen Läufer und eine kleine konkrete Stellung. Und die Frage an euch, Weiß am Zug, wie geht das hier aus? Könnt ihr hier irgendwie gewinnen oder könnt ihr zumindest irgendwas probieren, was vielleicht gewinnt? Das wäre jetzt quasi eine, ja, patinahe Stellung natürlich, die jetzt nicht dem Idealbild entspricht, was wir eben hatten, aber die natürlich durchaus aus, ja, was auch immer hier entstehen kann. Und hier wäre es natürlich schön, wenn man schnell wüsste, was ist hier eigentlich los. Jawohl, der Jürgen ist hier richtig in Fahrt. Der will hier einen Punkt nach dem anderen einheimsen. Ja, ist absolut korrekt, was Jürgen da sagt. Also Turm C7 Schach und genau nach König B8 folgt halt einfach König C6. Und wir haben genau das Muster, was ich eben beschrieben habe. Als nächstes kommt König B6. Und dann haben wir genau diese Konstellation. Der König ist auf diesen Eckfeldern in der falschen Ecke gefangen. Und Turm steht auf der C-Linie, König wird nach B6 kommen und egal wo Schwarz seinen Läufer hinzieht, das Ding ist halt um. Das ist halt das eine, was man erkennen muss. Und wenn man das erkannt hat, dann weiß man halt, okay, dieser König muss hier nach D8 und ja, das mit dieser Opposition und der Chance auf Grundreihenmatt läuft dann ähnlich ab, wie wir es eben schon gesehen haben. Wir können mal gucken, ob ihr die Gewinnführung hier auch so wunderbar nachvollziehen könnt. Also Turm C3 ist klar. Soweit ist logisch. Ich versuche jetzt mal, mich zu verteidigen. Machen wir mal auf A6 zum Start. Könnte ich mir natürlich jetzt auch als Variante angeben. Sofern ich mit den Verteidigungszügen einverstanden bin, dann muss man nicht alles in einzelnen Zügen machen. Jawohl, das ist genau der richtige Weg. Turm A3, Läufer B7 natürlich, um nicht sofort aufgeben zu müssen, weil
nach, ja, nach Läufer C8 hättet ihr euch ja freiwillig da hingestellt, dann könnt ihr auch Turm A8 kommen. Und jetzt kommt der Turm halt von der langen Seite hier und nur ist halt auch vorbei. König kann nicht in Richtung seines Läufers rauslaufen, weil der ihm halt das Fluchtfeld versperrt. Und wenn der König zur anderen Seite marschiert, dann ist hier nach zwei Schachs einfach der Läufer weg. Und zack, geht es ihm an den Kragen. Okay, dann versuchen wir hier mal Läufer G6. Okay, Turm G3. Gut, mal als Läufer F7 als Verteidigungsversuch. Jetzt steht der Läufer wieder sehr ungünstig. Turm H3, genau, ganz wichtig. Turm H3 ist genau der richtige und ist auch der einzige, der jetzt hier funktioniert. Genau. Das ist der richtige. Jetzt kommen wir hier wieder über die lange Seite. Er hat genau das gleiche Problem. Mit dem König Richtung Läufer rauslaufen kann er nicht, weil der Läufer ist halt versperrt. Ah, Jürgen, jetzt müssen wir dir dann doch mal Punkte abziehen. Genau, das wäre, oder war das jetzt, sollte das ein Hinweis werden? Ich meinte eigentlich, es gibt gleich noch einen Gewinnversuch, der sonst häufig noch passiert, aber der funktioniert halt nicht. Also Madra funktioniert wieder, der König kann halt nicht Richtung Läufer laufen. Abwarten würde halt auch nichts helfen, weil dann kommt er einfach mit Turm A8 und macht wieder einen Tempozug. Und wenn der König hier rausläuft, folgt halt wieder Schach, wird auf die siebte getrieben und der Läufer wird halt eingesammelt. Das ist halt hier das Wichtige. Genau, und Turm F3 würde halt wieder, ja, das wollen wir halt nicht, wir wollen dem König nicht die Möglichkeit geben, hier rauszulaufen, das wäre halt der verkehrte Weg, also Turm F3, König E8 wäre halt auch sofort Remis, weil dann kann er mit dem König halt wieder Richtung Läufer abhauen und dann geht's halt nicht. Und Turm A3 funktioniert auch nicht, denn das Problem ist hier tatsächlich, dass die A-Linie zu kurz ist. Das heißt, hier schafft ihr es einfach nicht, den Läufer einzusammeln, weil euch ein Schach im Prinzip fehlt. Gute Nacht! Denn nach Turm A8 Schach ja, kommt ihr halt nicht mehr auf die siebte, um da Schach zu geben. Das haut halt nicht mehr hin. Ja, eben war es die lange Seite. Also eigentlich in diesem Endspiel ist es die lange Seite immer. Das war jetzt zweimal Turm H3. Die E-Seite eben mit Läufer B7 war ja auch die lange. Ist dann immer die lange Seite. Genau. Einzig gute Nachricht ist hier nach König C8. Seid ihr natürlich schlau und habt gemerkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt und spielt jetzt was?
Eigentlich immer über die lange Seite. Der Turm kommt immer über die lange Seite. Aber die Stellung hätte ich genauso nehmen können. Das wäre auch eine hübsche Teststellung hier gewesen. Fast noch schöner als die Ausgangsstellung, die wir hatten. Turm C3 Schach ist nur eine Zugwiederholung. Also Turm C3 Schach hat das Problem König B8. Und nun kannst du schon nicht mehr gewinnen. Hier ist der halbe Punkt verschenkt. Gibt jetzt ja im Prinzip zwei verschiedene Manöver, um zu versuchen, das zu erreichen, was wir eben gesagt hatten. Nämlich, dass der König nach B6 kommt. Nee, Turm C7 geht in der Stellung nicht mehr, weil du jetzt das Problem hast, dass der unscheinbare Zug Läufer E8 den Laden zusammenhält, weil du nicht über das Feld C6 kommst. Das ist hier das Problem. Das ist tatsächlich nicht gewonnen, weil du den König nicht rüberkriegst. Das funktioniert nicht. Das sieht zwar unheimlich gefährlich aus, aber das reicht so nicht. Das hält hier tatsächlich Remis. Kannst jetzt mal mit dem Turm über weggehen, dann gehe ich mit dem Läufer nach B5 oder irgendwas, aber du kommst halt nicht mehr über dieses Feld rüber. Und solange du nicht direkt über dieses Feld kommst, schaffst du es nicht, mich da in der Ecke gefangen zu halten. Das ist das Problem. Nee, das klappt tatsächlich nicht. Und der andere Gewinnversuch, der das gleiche Ziel verfolgt, wäre jetzt quasi König C6. Aber an dieser Stelle kann ich König C8 spielen und kann hier versuchen, wieder rauszulaufen. Und nach Turm F3 kommt jetzt Läufer E8 Schach und auch das hält dann Remis. Weil der König wird halt immer von dem Feld C6 vertrieben. Das ist halt hier das Problem. Das haut halt auch nicht mehr hin. Es ist zwar haarscharf, aber es haut nicht hin. Das klappt nicht. Also Turm C3 Schach ist nicht der richtige Weg. Aber wie gesagt, der ganze Punkt ist hier noch nicht weggeschmissen. Aber Turm C3 Schach holt ihn nicht wieder rein. Aber ihr könnt immer noch den vollen Punkt holen, obwohl Turm A3 eine Ungenauigkeit war. Lutz, falls der Vorschlag Turm F3 für hier war, das geht auch nicht. Da zieht der Läufer auch einfach weg. Einfach nach H5 oder irgendwas. Ja, ihr habt nur einen einzigen Zug, der jetzt noch funktioniert. Hätte ich das mal als Ausgangsstellung gegeben. Ne? Die ist auch wesentlich schwieriger, glaube ich, als die, die wir zum Start hatten. Die ist nochmal einen Schritt weiter im Prinzip als unsere Ausgangsstellung. Habt ihr noch Vorschläge? Sonst zeige ich es euch. Das ist jetzt auch schon wieder für die Profis hier. Ja, das ist jetzt wirklich gemein, die ist schwer. Ja, Philipp hat es super, genau, Turm A7, das ist hier das Rätsels Lösung. Und damit kann man den ganzen Punkt halt immer noch einsammeln. Was jetzt halt wichtig ist, dass Läufer E8 halt nicht funktioniert wegen Turm A8 Schach und der Läufer ist weg.
Und damit gibt es kein Feld, wo der Läufer hingehen kann, von dem aus er halt das kritische Feld C6 hier unter Kontrolle bringt. Das ist das Problem. Und egal, wo der Läufer jetzt hinzieht, ihr könnt dann halt wieder zum C7 Schach spielen. Und der König nach König B8 kommt halt wieder König C6, nimmt König B6 und gewinnt. Das ist halt hier das Tolle. Und nach König D8, ja, ist jetzt hier nach Läufer H5 sowieso vorbei, aber das ist jetzt auch egal. Also ich kann auch genauso irgendwo anders hingehen mit dem Läufer, wobei, ja, von hier wird es schon blöd. Von hier habe ich schon gar kein Feld, wo ich noch irgendwas machen kann. Ja, hier gibt es schon kein vernünftiges Feld mehr. Also folgt dann immer Turm C7 Schach, nebst der Muster, die wir schon gesehen haben. Von daher, ja, hat Turm A3 ist in der Stellung noch nicht weggestellt, aber wie gesagt, der korrekte Weg ist Turm H3 und dann über die lange Seite. Na, ich gucke nochmal von ganz vorne, dass wir hier nichts durcheinander bringen. Also Turm C7 Schach, wie gesagt. Und nach König B8, König C6, ganz wichtig, nebst König B6 und automatischem Gewinn, wie wir schon gesehen haben. Und wenn der König stattdessen auf das Schach nach D8 geht, dann ist halt der korrekte Weg Turm C3 und auf Läufer A6 jetzt wird der Läufer halt nach B7 getrieben, steht da ganz ungünstig. Und dann kommt Turm H3 und dann ist es vorbei. Und wenn der Läufer sich für die andere Seite entscheidet, dann kommt genau das Gleiche. Der Läufer wird nach F7 in dem Fall getrieben und dann kommt wieder Turm H3. Und dann ja, ist es auch hier wieder aus. Und was ich jetzt hier eben gar nicht erwähnt habe, aber was, glaube ich, klar ist, ne, ich sollte der Läufer halt wieder versuchen, sich hier irgendwie auf diesen Feldern hier zu verstecken. Dann kommt wieder das gleiche Motiv, was wir schon in der ersten Stellung gesehen haben. Der Turm jagt ihn dann so lange, bis der Turm auf D2 steht. Und dann ist wieder das Problem, dass Läufer C4 oder Läufer E4 an diesen Abzugsschach Geschichten scheitern. Also wenn er jetzt hier Läufer E2, sagen wir mal, probiert, dann kommt hier halt Turm C2, Läufer D3, zack. Und jetzt haben wir wieder genau dieses gleiche Problem, dass der Turm hier schon Richtung König guckt und jetzt halt, ja, Läufer C4 oder Läufer E4 direkt den Läufer einstellt. Von daher, ja, hilft ihm das dann hier auch nicht weiter. Das ist genau das gleiche Motiv, was wir eben schon gesehen haben. Okay. Sehr schön. Da konntet ihr doch, glaube ich, das ein oder andere mal mitnehmen, weil das hat auf jeden Fall jetzt nicht so gesessen. Ist auch nicht ganz so tragisch, weil auch hier das nicht so super praxisrelevant ist. Aber sollte es doch mal vorkommen, freut ihr euch sicherlich, wenn ihr das wisst. Auch als Verteidiger natürlich immer wichtig. Also wir gucken natürlich hier in der Regel aus Sicht des Angreifers, aber natürlich auch als Verteidiger wichtig, worauf muss ich achten. Nicht, dass ich denke, ich rette mich hier in Turm gegen Läufer und habe vielleicht gerade eine Stellung, die nicht funktioniert. Und wie wir gerade an dem letzten Beispiel nach Turm A3 gesehen haben, ist das ziemlich unscheinbar. Denn ich glaube, die allermeisten Spieler würden halt in dieser Stellung nicht mehr den Gewinn finden. Also ich glaube, die hier ist schon, die ist schon sehr schwer. Also ich glaube, die meisten würden hier nicht den Gewinn finden und würden nicht realisieren, dass Turm A7 gewonnen ist. Das ist, ja, von daher hier nochmal. Super, Philipp, dass du das gefunden hast. Gut, weiter geht's. Auf den Läufer folgt natürlich, auf den Kampf Turm gegen Läufer folgt natürlich der Kampf Turm gegen Springer. Wir haben ein typisches Entstehungsbeispiel. Umwandeln in eine Dame verbietet sich irgendwie, weil man einfach auf der Grundreihe matt gesetzt wird. Also muss man hier unterwandeln in einen Springer. Ja, und die kurze, knappe Frage an euch. Hält das Remis oder nicht? Ach Jürgen, wir machen ja 30, also 4,5 von 7, da ist ja immer noch jede Menge drin. Kannst ja immer noch 25, mehr als 25 aus 30 holen. Das ist ja immer noch eine Riesenquote.
Na, siehst du, dann bist du doch hier genau richtig, Philipp, dass du da ein bisschen was mitnehmen kannst. Es kommt nicht so oft vor, natürlich, aber ja, ist schon mal ganz wichtig. Also, ich sag mal so, vor allen Dingen Turm gegen Leichtfigur ist ja was, was durchaus vorkommen kann. Denn gerade in unserem modernen Schach sind ja Qualitätsopfer recht häufig. Und dann kann es natürlich durchaus passieren, dass sich diese Qualität bis ins Endspiel zieht und vielleicht verschwinden aus irgendeinem Grund alle Bauern. Beziehungsweise, wie gesagt, hier, das ist halt ein Kampf jetzt gewesen, der aus Turm gegen Bauer entstanden ist in dem Fall. Und das kann natürlich ganz leicht aus ganz vielen Endspielen entstehen, beispielsweise aus dem Turmendspiel oder so. Von daher, also Turm gegen Springer ist auf jeden Fall sehr praxisrelevant. Weil das kann durchaus öfter mal passieren, dass sie hier nur mit einem Springer überbleibt. Aber ja, ist doch gut, dass ihr hier dabei seid und Sachen habt, die ihr sagt, oh nee, das kenne ich nicht, weil sonst wäre es ja langweilig. Ich fand damals Naturwissenschaften irgendwann auch langweilig, weil ich immer so viele Punkte geschrieben habe. Ich habe meine letzten drei Klausuren Mathe, Physik, Chemie irgendwie 12, 13 und 14 Punkte oder so geschrieben. Das wurde dann irgendwann auch bald langweilig. Von daher ist immer gut, was Neues zu lernen. Aber du darfst ja trotzdem gern dein Gefühl dann zumindest äußern, Philipp. Kannst es ja überzeugend machen, musst ja nicht mit Fragezeichen, sondern auch, das ist so nie oder halt nicht. Turm E7, Turm G7. Also da möchte auf jeden Fall jemand probieren. Gut, erstmal wäre Schach, erstmal musste der König weg. Und dann hat Weiß natürlich nur einen Zug, das wäre hier Springer G6. Und dann willst du hoffentlich nicht mehr Turm E7 spielen, Lutz. Aber es ist grundsätzlich auch völlig egal, was du hier spielst, denn das ist einfach Remis. Das ist einfach Remis. Ganz wichtig hier zu merken ist halt tatsächlich für den Verteidiger, auf den Zug wie jetzt Turm G7. Ganz einfach Springer zurück. Das sieht zwar unheimlich blöd aus für jemanden, der das noch nie gesehen hat, aber das ist hier tatsächlich richtig. Also nicht anfangen jetzt sagen, oh, ich hüpfe jetzt mit dem Springer hier irgendwie weg und versuche diesem Turm hier zu entkommen. Nein, auf keinen Fall. König und Springer müssen definitiv zusammenbleiben. Sonst ist der Springer tatsächlich verloren. Also würdet ihr mit dem Springer anfangen, hier durch die Gegend zu hüpfen, wenn euer Gegner alles richtig macht, dann seid ihr dann verloren. Also ich habe es jetzt hier jetzt für diese Stellung nicht geprüft, aber ich glaube oder ich bin eigentlich überzeugt davon, muss man sagen, dass jeder Springerzug, abgesehen von Springer F8, hier verliert. Weil der Springer wird immer nicht zurückkommen. Der wird tatsächlich von König und Turm so beackert und dem werden die Felder so systematisch weggenommen, dass der nicht wieder zurückkommt. Also hier allein schon, wenn ich jetzt mal Springer F5, Springer F4 hier beispielsweise nehme, dann weiß ich jetzt nicht, ob es der geschickteste Weg ist, aber zum Beispiel extrem unangenehm ist jetzt hier schon Turm G5. König kann nicht ziehen. Wenn der König in die F-Linie geht, ist der Springer weg. Wenn ihr mit dem König in die Opposition geht, werdet ihr einfach matt gesetzt. Das heißt, ihr müsstet jetzt schon den Springer ziehen. Und dieser arme Springer muss jetzt hier schon irgendwie auf eins dieser Felder hier ausweichen und entfernt sich immer wieder weiter von seinem König. Hier darf er gar nicht hin wegen dem Spieß, dann ist er direkt schon weg. Also ihr müsstet jetzt schon Springer D3 oder Springer H3 spielen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das hier gleich nach hinten losgeht. Dieser arme Springer hier, der wird gleich verloren gehen. Das also auf keinen Fall. Also immer dann hier schön die beiden zusammenlassen, Springer F8. Wie gesagt, ich weiß, das sieht merkwürdig aus, das hält, aber Remis ist überhaupt kein Problem. Ihr werdet immer irgendwie einen Springerzug oder irgendwas haben. Schwarz kann hier natürlich jede Menge Sachen rumspielen und kann das auch machen.
Also ihr könnt zum Beispiel jetzt versuchen, hier das Tempo abzugeben oder so, wenn ihr sagt, ha, was ist denn, wenn Weiß in dieser Stellung dran ist oder so. Könnt ihr alles machen, würde ich in der Praxis auf jeden Fall auch probieren. Hier, keine Ahnung, Turm E7 Schach, König weg, Turm A7 droht jetzt matt, König muss jetzt hier wieder rüber, Turm G7. Könnt ihr alles probieren, jetzt geht aber einfach wieder König D8. Also ihr kommt da am Ende des Tages nicht weiter, aber könnt ihr auf jeden Fall probieren. Aber die objektive Bewertung ist hier ganz klar Remis und wie gesagt, wenn ihr wisst, dass ihr König und Springer zusammenhalten müsst als Verteidiger, dann kann euch hier eigentlich auch nicht viel passieren. Es gibt so ein paar ganz ungünstige Felder, wo der Springer halt steht. Aber wenn ihr so grundsätzlich aus so einer Umwandlungssituation kommt, was der Regelfall sein wird, so wie wir es hier jetzt haben, haltet ihr das immer Remis. Ist kein Problem. Sogar wenn wir das eine Reihe weiter rüberschieben, weil selbst wenn der Springer hier auf G8 steht und kann nur nach H6 hüpfen, wenn es keinen gibt, kann ich ihn ja auch nicht kennen. Ein Gewinn? Nee, es gibt keinen Gewinn. Nein, da gibt es keinen Gewinn. Da solltest du wissen, dass es keinen Gewinn gibt, Jürgen. Nein, da gibt es keinen. Das ist Remis. Und das wäre jetzt quasi nochmal die nächste Frage. Was passiert eigentlich, wenn wir das sogar an den Rand schieben? Funktioniert das hier auch noch? Springerläufer, ja. Ja, wie gesagt, da kommt in nächster Zeit noch einiges. Also wir machen als nächstes weiter mit dem großen Kapitel der Turmenspiele. Wir arbeiten uns, fangen mit den Basics an und arbeiten uns dann Stück für Stück weiter hoch. Das ist ein unendlich weites Feld, wo man extrem viel machen kann. Das erschöpft sich so schnell nicht. Damit können wir uns problemlos bis Jahresende aufhalten und haben immer noch nicht alles gemacht, was man so wissen kann. Aber da fangen wir erstmal mit den Basics auch an, so wie wir es hier mit den ganzen vier Steinern tun. Dass ihr da erstmal fit seid. Jawohl, und Jürgen hat schon gesagt, ich glaube, das ist ja auch nicht weiter schwer. Wenn ihr jetzt hier anfangt, einfach mal ein paar Züge zu rechnen, dann seht ihr natürlich schon, der Springer wandelt sich hier um und nach König F6 habt ihr schon gar keinen vernünftigen Zug mehr. König F8 werdet ihr einfach matt gesetzt und ansonsten ist der Springer direkt weg und dann ist natürlich hier schon vorbei. Nicht? Wenn ihr hier mit Uhr spielt, dann solltet ihr vielleicht hier noch Springer G6 machen. Das hält sich noch am längsten. Und da werdet ihr nicht ganz so schnell matt gesetzt, aber ja, ändert leider erstmal nichts am Ergebnis des Ganzen. Aber hier braucht der Gegner wenigstens nach dem noch ein paar Züge mit König F8, bis ihr matt gesetzt werdet. Okay, jetzt wird es Zeit erstmal für ein paar Klassiker. Wir verlassen die Leichtfiguren und wenden uns den schweren Dingen zu. Und jetzt kommt der Kampf. Dame gegen Bauer. Und hier muss ich hoffentlich nicht so viel zu sagen, aber ich lasse euch trotzdem mal zu Wort kommen. Dame gegen Randbauer auf der 7. Schwarz ist hier natürlich dran, sonst wäre das Ganze ein bisschen sinnfrei.
Genau, Philipp. Also wenn es aus einer Umwandlungssituation tatsächlich entsteht und du so, wie wir es eben gesehen hast, den Bauern in den Springer mit Schach unterwandeln musst, um halt nicht matt zu werden, dann ist das grundsätzlich immer eine Remisstellung gegen den Turm alleine, außer es passiert halt in der Ecke tatsächlich. Ansonsten würde das immer Remis sein. Und auch ansonsten sind halt die Grundstellung, wenn du König und Springer gegen Turm hast, wenn es irgendwie anders entsteht, keine Ahnung, ihr habt irgendwie ein Rennen und ihr schlagt alle Bauern oder so weg, wie gesagt, es kann ja auch vorher schon gewesen sein, dann ist das Ganze Remis. Wie gesagt, man muss halt immer sehr aufpassen, wenn Springer und König voreinander getrennt sind, dann kann es halt sein, dass der tatsächlich abhanden kommt. Ja, hier ist Remis, das ist hoffentlich bekannt. Der weiße Schwarz kommt hier halt nicht weiter, ne? Ich, kann hier halt Ewigkeiten versuchen, sich mit seiner Dame irgendwie anzunähern auf diesen Linien. Und irgendwann kommen wir dann zu dieser Situation und hier ist halt das Problem, dass König H8 halt sich ins Patt stellt und in dem Moment, wo wir das Patt mit der Dame wieder aufheben, zieht der König halt wieder raus und droht halt wieder den Bauern umzuwandeln. Und von daher kann Schwarz hier in diesem Fall nicht gewinnen. Hier sollte man vielleicht noch ganz kurz wissen oder sich halt im Hinterkopf behalten, sollte Weiß hier jetzt irgendwo noch einen Bauern haben, was ja auch in so einem Endspiel, wenn das jetzt ein Bauernendspiel oder was gewesen ist, durchaus passieren kann, dann könnt ihr hier natürlich jetzt wunderbar ganz schnell mit Dame F7 nimmst, Dame F8 matt setzen. Sollte Weiß noch irgendwo Figuren haben, Bauern in der Regel dann, mit denen er ziehen kann. Und wenn nicht, dann hätte er jetzt in dieser Situation halt mit König F8 den Bauern aufgeben müssen und dann würdet ihr sehr wahrscheinlich auch gewinnen, egal was noch so groß auf dem Brett ist. Aber ja, ansonsten kann man gegen den Randbauern so aus der Konstellation erstmal nicht gewinnen. Gut, dann schieben wir das Ganze ein Stückchen weiter. Wie ist es denn mit dem G-Bauern? Könnt ihr kurz überlegen, ich bin gleich wieder da für euch. So, ich bin wieder da und ihr habt die Zeit bestimmt genutzt, gewonnen, König von den Mauern zwingen und eigenen König annähern, jawohl. Genau, das ist hier natürlich das Verfahren. Also das Verfahren ist genau das, was wir eben uns schon im Prinzip angeguckt haben. Die Dame nähert sich halt Stück für Stück und irgendwann kommen wir auch hier dann in diese Situation und jetzt ist halt der Unterschied, dass man hier noch diese Felder auf der H-Linie hat mit seinem König und dementsprechend hat Schwarz hier noch die Möglichkeit, seinen König jetzt Stück für Stück näher ranzubringen und ja, wird hier halt gewinnen. Das könnt ihr hier dann nicht mehr vermeiden.
Jawohl, sehr gut. Und wir gehen noch eine Reihe weiter. Ab auf die F-Linie. Remi, denn irgendwann wird's Patt. Ist gewonnen, laut Jürgen. Wie jetzt? Wie jetzt? Da müsst ihr mich. Ja, das ist auch eine schöne Eselsbrücke. Turmdorfer Bauer ist Remi. Jawohl. Ja, wie dem auch sei, genau, das Problem, die Sache ist halt genau die gleiche natürlich, die Dame nähert sich hier erst einmal in diesem Schema wieder an und hier könnte man halt denken, und hier könnte man halt denken, dass Weiß halt zu König F8 gezwungen ist und dann würde halt das Schema ablaufen, wie wir es eben mit dem G-Bauern gesehen haben. Aber hier gibt es halt das Problem, dass nach König H8 man nur die Wahl hat, ob man diesen Bauern ziehen lässt oder wenn man ihn schlägt, halt Patt setzt. Und dementsprechend ist hier auch nichts zu wollen für Schwarz. Völlig korrekt. So, und wer jetzt gedacht hat, dass es nun weitergeht mit dem E-Bauern, der hat sich getäuscht. Wir bleiben noch mal ein bisschen beim F-Bauern. Kaffee trinken um die Uhrzeit. Ich muss ja zum Glück nichts lösen. Was ist denn hier los? Kaffee um die Uhrzeit, das habe ich früher während den, oder vielleicht früher, aber an der Zeit als Bankettleiter habe ich das während den Hochzeiten noch gemacht, klar. Da habe ich auch morgens um 2 noch Kaffee getrunken. Das war dann immer irgendwann der Feierabendkaffee um 2 oder 3 oder so. Also, Anführungszeichen Feierabendkaffee. Habe ich den König einfach mal nach E7 gestellt, statt nach G7. Springerbauer ist Patt. Springerbauer wäre ein G-Bauer. Oder was ist bei dir ein Springerbauer? Wir haben aber keinen Springerbauern, sondern nach wie vor einen Läuferbauern. Ich habe nur den König auf die andere Seite gestellt. Nur den König von G7 nach E7 gestellt. Verschreckt der Browser. Geschmiert, okay.
Sehr schön. Okay. Gut. Also auch wenn der König auf E7 steht. Der König über C3 laufen musste. Meinst du C3 oder meinst du F6, Jürgen? C3 oder F6? Na, also sagen wir mal so, ihr habt in dem Sinne recht, es ist trotzdem Remis, es ändert erstmal an der Bewertung dieser konkreten Stellung nichts. Wo ihr hier aber aufpassen müsst, ist, wenn Schwarz die Schachs halt richtig gibt, dann kann er quasi ein Tempo gewinnen. Genau, also F6 ist hier halt das kritische Feld. Also wenn ihr jetzt als Schwarzer hier richtig spielt und halt anfangen mit Dame H4 Schach, Ihr müsst unbedingt, also wenn ihr ein Tempo gewinnen wollt, müsst ihr unbedingt Dame H4 Schach spielen. Weil dieser König darf nicht über F6 laufen. Das Problem ist jetzt quasi, ja, er steht dadurch, dass er auf dieser Seite steht, kann er sich hier nicht Patt setzen lassen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal die Konstellation habt, die wir jetzt sonst immer hatten, dass ich mit der Dame, also ich König E8 hinkriege und mit der Dame auf E6 Schach geben kann, dann müsstet ihr König F8 spielen. Und dann würdet ihr quasi ein Tempo verlieren in dem Moment. Dann könnte ich meinen König ein Feld weiter ranbringen. Und erst dann würdet ihr nach G7 gehen. Und dann haben wir die Konstellation, wie wir sie eben hatten. Und dann kann ich nicht gewinnen, außer mein König ist halt schon sehr dicht irgendwie dran. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, da kommen wir gleich noch zu. Und deswegen muss ich hier unbedingt mit Dame H4 Schach anfangen. Wenn ich halt irgendwie einen anderen Zug mache, nehmen wir mal einen Vorschlag, den ihr eben hattet, Dame H7, dann ist die beste Antwort von Weiß hier tatsächlich König F6. Und ja, wobei, selbst hier würde es noch gehen. Ja, selbst das würde gehen. Das würde auch noch funktionieren. Ich glaube, Dame E4 Schach wird nicht. Dame E4 Schach würde vielleicht nicht gehen. Wobei doch mit der richtigen Schachs geht es immer noch. Nee, es macht keinen großen Unterschied. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr den nicht über F6 quasi nach G7 einfach laufen lasst, so einfach. Aber ansonsten ist das egal. Also ihr könnt es so zum Beispiel machen, das wäre jetzt eine Variante. Und dann kriegt ihr es halt hin, dass ihr den König irgendwann da einmal vortreiben könnt und hättet jetzt halt einen Zug Zeit, euren König weiter ranzubringen. Aber das ändert halt nichts daran in dieser Stellung, weil nach König G7 seid ihr immer noch meilenweit weg und von daher passiert hier nichts. Aber das ist insofern, dass man da nochmal ein Tempo gewinnen kann, schon ein Unterschied. Es ist nicht 1:1 das Gleiche. Aber wie gesagt, in dieser konkreten Stellung ändert es erstmal nichts an der Bewertung. Gut, dann wollen wir den schwarzen König mal ein Stückchen dichter bringen. Weiß am Zug und ja, hier könnt ihr ja mal überlegen, wie das Ganze hier ausgeht. Das ist natürlich jetzt schon auf jeden Fall eine gefährliche Zone, das kann man schon erahnen.
Lasst euch ruhig Zeit, überlegt euch das kurz, wenn ihr die Stellung nicht kennt. Überlegt euch kurz die Varianten, was wie passiert, was wie ausgeht. Hier gibt es jetzt bestimmte Verfahren und Muster, die sich halt wiederholen. Er weiß es dran. Vielleicht euch die mit Schwarzanzug. Teilweise habe ich das tatsächlich, dass ich auch Stellung dabei habe, die ich mal mit Weiß und mal mit Schwarzanzug, glaube ich, habe. Jürgen hat heute irgendwie alles spiegelverkehrt. Also Jürgen meint natürlich König E8, König E5 und F8 Dame und dann König E6 und dann würde Schwarz gewinnen. Das meinte Jürgen natürlich. Aber ihr seht ja doch die Koordinaten, habe ich doch extra so eingestellt. Weil du hast ja sogar F8 Dame geschrieben. Okay. Bau doch mal richtig auf. Nee, ist klar. Bau doch mal richtig auf. Hast du eine Weiß-Schwarz-Schwäche oder was? Okay, also Jürgen hat eine Variante angegeben. Ist quasi der Meinung, dass Weiß hier verliert. Was mit den anderen? Stimmt ihr Jürgens Variante zu? Habt ihr Einwände? Okay, also ihr seid alle der Meinung, dass Schwarz hier gewinnt. Dann wird es euch vielleicht überraschen, dass ihr hier falsch liegt. Schwarz gewinnt nicht. Weiß am Zug hält Remis.
aber wie? Also die Variante, um euch soweit zu helfen, die Variante, die ihr angegeben habt, ist soweit korrekt. Also König E8 verliert tatsächlich wegen König E5 nebst König E6 und dann wird man halt matt gesetzt. Aber Weiß hat noch andere Optionen. Es gibt einen Zug, der den halben Punkt festhält. Jawohl, Philipp hat's. Genau, König F6 hält tatsächlich Remis. Jetzt gibt es halt nur Dame H6 oder Dame H8 Schach. Von Dame H6 kommt man gar nicht weiter. Nach Dame H8 Schach kann man noch das eine oder andere probieren. König muss jetzt halt wieder nach E7. Und jetzt gibt es halt zwei Varianten. Der eine Versuch wäre natürlich jetzt wieder Dame in G7 und das Muster von eben anzustreben, was wir eben quasi hatten. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die Dame auf G7 steht und nicht mehr auf H7. Und von daher hängt hier jetzt die Dame, beziehungsweise es droht halt Damentausch und wir haben nicht die Zeit für König E6, weil die Dame jetzt auf G7 steht, statt auf H7. Und der andere Versuch, der hier nach... und hier war, hier gibt es natürlich noch den interessanten Versuch. Hallo Tom! Hier gibt es noch den interessanten Versuch Dame E5 Schach. Was macht er denn auf den? Drei Felder stehen zur Wahl. Welches ist gut, welches ist nicht so gut? Ja, Tom, genau, da hast du quasi gerade die... ich gehe das gerne gleich nochmal kurz durch. Jawohl, Philipp hat es erkannt. Sehr gut.
Ich gehe da gleich nochmal auf ein, Tom. Wir hatten das nämlich gerade schon, da bist du einen kleinen Takt zu spät, um halt die Vorgeschichte nochmal mitzukriegen. Genau, völlig gegen alle Intuition ist König F8 hier der Einzige, der jetzt halt das Remis hält. Aus dem einfachen Grund, dass in dieser Stellung das Problem ist, dass sich der schwarze König nicht nähern kann, weil seine Dame ihm genau das Feld gerade versperrt an dieser Stelle. Deswegen kann ich jetzt am geschicktesten König F8 und König G8 machen und darüber laufen, auf die eigentlich richtige Seite, damit ich nämlich genau dann diese Pattproblematik wieder erstreben kann. Damit ich einfach sagen kann, okay, ich bin wieder auf der richtigen Seite und dann ist alles wieder schicko. Wenn ich hier halt tatsächlich jetzt warte und mache irgendwie halt König D7, dann würde ich hier tatsächlich verlieren, denn dann kommt das Manöver hier. Und jetzt ist halt der Unterschied, dass wir jetzt auf der sechsten Reihe stehen. Und ja, jetzt ist es halt tatsächlich verloren. Jetzt kommt König E5. Jetzt kann der König halt ran. König G8 wird nichts bringen wegen der Fesselung. Also müsste ich hier irgendwie König G7 machen. Und hier kann Schwarz jetzt auf verschiedene Art und Weisen im Prinzip gewinnen. Hier gibt es jetzt verschiedene Lösungen, die zum gleichen Ergebnis führen. Ah, Dame D7 ist ein netter Versuch auf jeden Fall. Ich bin auch gerade selber noch mal am Überlegen. Weil die Variante habe ich gar nicht vorbereitet. Jetzt muss ich nämlich selber kurz überlegen. Jetzt habt ihr mich nämlich. Ich glaube nämlich, ich habe Käse erzählt. Wenn ich das jetzt selber noch mal überdenke, dann gewinnt Schwarz selbst hier nicht. Selbst das dürfte hier nicht funktionieren. Also hier ist zwar der Versuch von Jürgen ist super, Dame D7. Und ist insofern richtig, ist, dass König G8 jetzt hier verlieren würde wegen König F6. Und nach Dame kommt hier König G6 und dann ist es tatsächlich aus. Aber, wo wir schon dabei sind und hier noch ein bisschen was lernen wollen, können wir hier uns nochmal den richtigen Verteidigungsversuch angucken. Und der richtige Verteidigungsversuch auf Dame D7
ist König H8. Braucht den Bauern ja nicht decken. Der Bauer darf ja sowieso nicht geschlagen werden. Und wenn jetzt König F6 kommt, gibt es den kleinen feinen Unterschied, dass ich in dieser Stellung Schach geben kann. Und damit verliere ich nicht. Und das dürfte Schwarz ja auch nicht ausnutzen können an dieser Stelle. Denn ich müsste jetzt ja irgendwie das Feld F8 wieder unter Kontrolle kriegen mit meiner Dame, damit er da nicht drüber latscht und den einzieht. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie Dame E7 wieder probieren. Aber das ist ja eigentlich das Feld, wo ich nicht hin will. Denn nach König G8 kann ich wieder nicht König F6 machen. Von daher müsste das hier tatsächlich Remis sein. Und auch, ob jetzt egal aus der Stellung oder so, auch diese ganzen Damenschachs hier, die bringen mir halt nichts. Ich kann halt irgendwie das hinstellen. Wenn ich jetzt mit dem König schon nach G6 kommen würde, würde ich halt auch gewinnen, weil dann hätte ich Dame H7 matt nach der Umwandlung. Komme ich aber nicht. Und diese Schachs bringen mich halt auch nicht weiter. Und auch das bringt mich nicht weiter. Nee, da habe ich tatsächlich einmal ganz kurz Kokolores erzählt. Ich dachte, das würde hier tatsächlich verlieren, aber das verliert hier tatsächlich nicht. Also ihr hättet sogar noch andere Königszüge zur Auswahl gehabt, aber König F8 ist, glaube ich, am einfachsten oder am korrektesten von der Überlegung her in der Stellung. Genau. Also genau, Tom, wir hatten gerade halt die Bauern H, G und F haben wir im Vorfeld quasi schon abgehandelt und haben halt gesagt, ja, wenn der H-Bauer auf der 7. ist und so, dann ist halt Remis wegen den Pattideen. G-Bauer als Beispiel ist halt verloren, weil ein König halt genau nach diesem Muster halt sonst da vortreiben könnte. Und dann würde man halt immer wieder am König ranrücken. Und genau bei H- und F-Bauer oder Turm- und Läuferbauer funktioniert das wegen dieser Pattfalle halt nicht. Und jetzt hatten wir uns gerade hier aber aus der Ausgangsstellung hier einen ganz speziellen Fall angeguckt. Nee, alles gut. Alles gut, kannst du ja auch nicht wissen. Und haben uns diese Stellung hier konkret angeguckt. Und hier war halt die Frage, um das nochmal kurz auch nochmal für alle ganz klar zusammenzufassen, ob Weiß hier halt irgendwie noch verliert oder den Punkt halt halten kann und haben halt gesagt, dass König E8 in dieser Stellung halt ein Fehler ist, weil dann kommt König E5 und wenn man hier zur Dame umwandelt, hat man das Problem nach König E6, dass man hier einfach das Ganze hier nicht überlebt. Hier wird man einfach matt gesetzt am Ende des Tages. Und das geht halt so nicht. Könnt ihr ja nochmal ganz kurz hier vielleicht die Variante aufzeigen, nochmal als kleine Rechenübung. So ein bisschen Rechnen ist ja immer nochmal ein ganz wichtiges Thema. Wie geht es hier nach? Nein, ist nur Spaß. Könnt ihr euch aussuchen. Dame muss halt irgendwie das Feld E7 verteidigen. Also geht halt genauso ein Zug wie hier, Dame F2 oder sowas. Sowieso nicht, da braucht man nicht groß rechnen. Und andersrum, wenn die Dame halt auf der Diagonalen irgendwo bleibt, dann kommt natürlich einfach entweder Dame F7 oder Dame D7 nebst dem anderen. Und dann ist einfach matt, da braucht ihr also nicht mehr viel rechnen zum Glück. Genau, aber halt aus dieser Ausgangsstellung hält halt stattdessen König F6 halt das Remis noch fest. Weil jetzt halt dieses Motiv nicht funktioniert und Schwarz hier irgendwie mit seiner Dame jetzt rumhantieren muss, obwohl H7 halt das optimale Feld für ihn ist. Gut, wunderbar. Habe ich es doch geschafft, euch so ein bisschen mal an der Nase rumzuführen. Die Stellung sah halt ein bisschen einfacher aus, als sie tatsächlich war. Aber da würden ganz viele hier drauf reinfallen und intuitiv würden ganz viele halt sofort König E8 spielen, ohne darüber nachzudenken und sagen, okay, wenn es der nicht ist, dann geht halt gar nichts, aber das wäre hier tatsächlich ein Fehler und wird halt einen halben Punkt wegschmeißen. Okay,
bleiben wir doch noch so ein bisschen bei diesem Kampf. Hier ist Schwarzmau am Zug. Kann Schwarz hier gewinnen? Ja, hübsche Variante, Jürgen. Gut, müssen wir schauen, was nicht funktioniert. Ja, hier gibt es halt so ein paar typische Motive und wenn man die halt kennt und weiß, dann fällt es einem hier halt natürlich wesentlich einfacher, das Ganze hier zu beurteilen. Ja, die Variante sieht gut aus, Jürgen. Das sieht gut aus. Das ist hübsch, das Motiv mit Dame H7 matt am Ende, ja. Kann sich noch ein bisschen mehr wehren mit König G7, aber dann spielst du Dame H6 Schach noch einmal zwischen und dann haben wir genau das Gleiche. Ja. Was mit König G8? Statt König H8? Ja, diese bösen Viersteiner. Nur vier Figuren teilweise, doch nicht ganz so einfach. Jo, das sieht sehr gut aus, was ihr da alles so geschrieben habt. Gut, also Schwarz gewinnt, das ist richtig. König G5 ist halt der richtige Anfang. Und jetzt halt die Frage, wie er versucht, sich zu verteidigen. Also ein Vorschlag von Jürgen war, nach König H8 Dame H3 Schach zu spielen. Und ja, jetzt kann er halt noch König G7 machen, dann gibt er halt auf H6 nochmal Schach. König geht nach G8 und König G6
Und ja, nach der Umwandlung hier könnt ihr halt auf H7 matt setzen. Super Variante, alles erst rein, funktioniert so auch. Dann gab es eben von Tom noch einen Vorschlag, und zwar nach König H8 einfach Dame E7 zu spielen, mit der Idee Zugzwang. Auch, auch das klappt hier tatsächlich. Ihr müsstet jetzt ja tatsächlich entweder König, König H7 könnt ihr nicht spielen, weil der Bauer einfach hinkt mit Schach. Also müsstet ihr König G7 machen zum Beispiel. Dann würdet ihr euch einfach in die Fesselung stellen. Dann kann man einfach hier einmal einen Abwartezug machen mit König H5 zum Beispiel. Und ja, jetzt müsstet ihr ja König G8 spielen. Jetzt kommt einfach König G6 und dann ist es wieder aus. Das funktioniert auch. Oder sollte hier halt König G8 kommen, könnt ihr natürlich direkt König G6 machen. Also ja, funktioniert beides wunderbar. Und auf König G5, König G8 dürft ihr halt nur einen Fehler im Prinzip nicht machen, und das ist König G6 wegen Umwandlung in Springer. Und dann ist halt irgendwie da ein kleines Problem. Auf den dürft ihr halt nicht reinfallen. Aber ansonsten habt ihr hier mehrere Züge auch wieder, die zum Gewinn führen. Eine Möglichkeit hat Jürgen eben angegeben, das ist Dame E6, das funktioniert. Fesselt jetzt den Bauern. Und jetzt ist halt egal, er geht halt irgendwo mit dem König hier hin, ist egal, er könnte auch hier wieder natürlich nach H8 gehen oder nach G7, das macht keinen Unterschied. Ihr könnt wieder die Dame nach H6 bringen und macht König G6. Und das funktioniert. Und es gibt auch noch eine andere Idee, wenn ihr richtig fies sein wollt zu eurem Gegner, dann macht ihr hier einfach König F6. Das ist natürlich schon gemein. Also den Gegner solltet ihr vielleicht schon gut kennen, wenn ihr das spielt. Das könnte man euch sehr übel nehmen, dass er hier mit Schach einwandeln darf und ihr dann nach König G6 sagt, Edge, Badge. Einfach mal so ein kleines Tempo verlieren mit dem Dreiecksmanöver. Ist auch möglich. Also das ist ja, war jetzt vielfältig lösbar. Und ihr habt am Ende ja alle wichtigen Varianten und Ideen hier gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Ups, und hackt hier gerade ganz kurz. So. Gleiche Stellung, Weiß am Zug. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt habt ihr eigentlich so ziemlich alle Motive gesehen oder entdeckt. Jetzt solltet ihr in der Lage sein, das hier, hoffe ich doch mal, korrekt zu lösen. Dein Döner, das ist gut.
Okay, also wir haben zumindest schon mal verschiedene Vorschläge. Mein Vorschlag König F6, den haben wir schon gesehen heute. Wir haben auch den Vorschlag König H8, auch das haben wir schon gesehen. Könnt ihr ja beide nochmal prüfen, ob die beide, vielleicht funktionieren ja auch beide, vielleicht funktioniert nur einer von beiden. Wobei Jürgen ja auch nur gesagt hat, es riecht danach, nicht, dass er richtig ist. Tom scheint überzeugt von König A8, dass das funktioniert. Okay, zwei schon mal für König H8. Könnt ihr jeweils mal sagen, was ihr vom anderen Versuch haltet? Okay. Was hält denn Tom von König F6? Und was haltet ihr von König F6? Hält er auch oder gibt es da ein Problem? Ja, absolut. Also man sagt ja sowieso, wenn du dich für eine Sache entschieden hast und dir da sicher bist, solltest du das immer wählen. Das ist genauso wie dann jemand ja manchmal dann kommentiert oder Kommentierung ist dann manchmal in irgendwelchen Partien gibt, so nach dem Motto irgendwas mit Doppelfragezeichen. Danke, acht, ja. Da ist es dann egal, also wenn du halt einen Weg hast, der halt gewinnt und du hast einen Weg gefunden, der gewinnt, dann oder halt Remis hält in diesem Fall, dann spiel das, dann brauchst du nicht nach was weiterem suchen und dann ist es egal, ob du so oder so halt gewinnst oder wie auch immer. Nein, es ist ja eine super Methode, also wenn es Techniken gibt und du bist dir da sicher, dass das funktioniert, dann ist ja auch gut. Also wenn jetzt beide Remis halten und du bist bei einem sicher, dass er Remis hält, dann nimm den, wo du dir sicher bist, dann nicht bei einem anderen, der vielleicht nur gut aussieht, aber vielleicht am Ende des Tages nicht funktioniert. Also ich kann zumindest mal abkürzen, König H8 funktioniert, genau wie ihr es eben beschrieben habt. Ja, der Bauer darf halt natürlich nicht geschlagen werden. Das ist klar, wenn der König jetzt halt hier versucht ranzulaufen, dann könnt ihr einfach eine Dame umwandeln. Und das hatten wir vorhin schon mal gesehen. Jetzt ist halt das Problem, Dame G8 Schach gibt es jetzt. Und damit kann der schwarze König hier nicht in der Nähe bleiben und wird halt mit Schachs immer weiter beackert, bis er weiter wegläuft. Und dann ist hier natürlich nichts mehr möglich. Von daher hält das. Und auch ansonsten gibt es hier noch die Idee, quasi Dame E7 sonst zu spielen. Und jetzt laufen wir natürlich nicht nach G7 in die Fesselung, sondern laufen nach G8. Und jetzt ist halt das Problem, das haben wir auch schon gesehen, dass jetzt halt hier nach dem Umwandeln der Damentausch droht und Schwarz nicht die Zeit hat für König G6, was sonst gewinnen würde. Weil wir die Dame durch das Manöver König H8, König G8 halt nach E7 gelockt haben, statt nach D7. Also das funktioniert, so viel kann ich schon mal vorausschicken. Jetzt wäre halt an euch vielleicht nochmal zu prüfen, ob König F6 denn genauso gut funktioniert oder ob es hier doch irgendwelche Lücken in den Varianten gibt. Der Chris, hallihallo.
beziehungsweise der Christian. Schön, dass du da bist. Ja, König F6. Hält er auch den halben Punkt oder geht er nach hinten los? Ja, also die Idee ist natürlich ähnlich, der König, der Schwarzkönig soll nicht dichter kommen. Damit D4 könnte ein Problem machen. Ja, wäre durchaus möglich. Also Dame D4 Schach. Jetzt habt ihr das Feld G7 nicht mehr. König G6 kommt jetzt einfach Dame H8. Dann kriegt er das Feld F8 nicht mehr unter Kontrolle. Funktioniert also nicht. Nach König E6 kommt Dame D8. Nimmt das Feld unter Kontrolle. Geht also auch nicht. Also seid ihr zu König E7 gezwungen. Dame E5 Schach. Ja, Tom, da hast du jetzt die andere Vorphase verpasst, wo wir genau nämlich diese Frage nämlich auch nochmal hatten. Wir hatten nämlich den F-Bauern erstmal in zwei Stellungen. Und zwar einmal hatte ich den F-Bauern erstmal, wo der König auf G7 stand und anschließend, wo der König auf E7 steht. Und wo der König auf E7 steht, hast du halt ein Problem. Hier kann jetzt einfach dieses Standardmanöver quasi erfolgen, mit dem du den König vor den Bauern zwingst, weil es hier halt kein Pattmotiv gibt. Das Pattmotiv gibt es zwar mit den Bauern, aber nur, wenn der König auf der Seite steht und nicht, also auf der Seite der Ecke quasi steht und nicht auf der E-Linie zum Zentrum steht. Und jetzt kann man hier halt ein Tempo gewinnen und danach kommt König G5 und das haben wir schon gesehen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt käme zum Beispiel hier wieder diese Variante nebst Dame H7 Matt. Das ist hier das Problem. Deswegen, ja, König F6 funktioniert nicht. König F6 wird hier den halben Punkt wieder weggeben. Nur König H8 funktioniert in unserer Ausgangsstellung. Nur König H8 hält den halben Punkt fest. Ja, ich. Morgen ist Jürgens Simultan. Jürgen macht
immer simultan samstags. Genau, das sind so Sachen, da habe ich mir auch schon ganz viel so Gedanken über viele Dinge gemacht, aber dafür ja, sind wir einfach noch ein bisschen wenig. Da muss ich erst nochmal insgesamt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Netz kriegen. Das werde ich jetzt hoffentlich mit dem neuen PC und allem dann in nächster Zeit mal schaffen. Und dann habe ich ganz, ganz viele spannende Ideen. Ich möchte gerne auch simultan mit euch machen. Ich möchte auch gerne so ein bisschen Thementurniere machen, zur Eröffnung, teilweise auch zu Endspielen und solchen Sachen. Also da gibt es schon ganz viele Ideen, die in meinem Kopf da rumschwirren. Aber dafür brauchen wir erst ein paar mehr Leute noch, ja, die sich dafür interessieren, damit das irgendwie Sinn macht. Dafür sind wir einfach noch, ja, ein bisschen wenig. Da brauche ich erst noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu. Und dann, ja, vielleicht kriegen wir das dann zu Beginn des nächsten Jahres hin. Übrigens habe ich, kann ich an der Stelle vielleicht schon mal erwähnen, aber nebenbei stelle ich euch schon mal die nächste Stellung hin, damit ihr noch ein bisschen was zu sehen habt. Wir machen natürlich weiter mit dem E-Bauern. Auch wenn es jetzt wieder ein bisschen einfacher wird mit dem E-Bauern, aber der vollständige Teil war, müssen wir natürlich auch E-Bauern noch abhandeln. Ist natürlich logisch. Wo war ich jetzt bei? Genau, es wird im Dezember, wird es bei mir eine, kann ich schon mal verraten, wird es einen Adventskalender geben. Das habe ich schon geplant. Da mache ich über die Details gerade noch ein bisschen, aber da könnt ihr euch auf einen Schach-Adventskalender bei mir auf dem Kanal freuen. Da gibt es jeden Tag ein kleines Türchen, mit dem ihr euch dann da, ja, über das ihr euch freuen könnt. Mehr will ich mal noch nicht sagen, weil da muss ich noch ein bisschen was ausarbeiten, aber das sei vielleicht hier schon mal mit angekündigt, so nebenbei. Schachliche Weihnachten. Ja, das ist natürlich hier. Hoffentlich hat keiner ernsthaft angefangen, überlegen zu müssen. Das sollte natürlich klar sein mit dem E-Bauern. Ist das Ganze hier wieder für Schwarz gewonnen mit dem üblichen Schachs und den Manövern, wird der König hier irgendwann vor den Bauern gezwungen. Und dann nähert sich der schwarze König. Und so geht das immer weiter und weiter, bis man denn am Ende gewonnen hat. Ja, ich habe auch lange überlegt, Jürgen, was man machen kann. Und ich bin halt noch am Überlegen. Also ich habe verschiedene Ideen, was ich machen könnte. Ich muss mich aber auch noch für eins entscheiden. Und ja, ich hatte auch Ideen im Kopf, die dann doch am Ende zu aufwendig sind. Ich werde es auch noch ein bisschen davon abhängig machen. Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen erfahren, wann mein Hotel wieder aufmacht. Ob ich im Dezember schon wieder normal arbeiten muss oder nicht, das steht halt aktuell noch nicht so ganz fest. Zumindest habe ich noch keine offizielle Aussage dazu. Und ja, wenn ich da halt eine offizielle Aussage zu habe, dann kann ich halt auch besser planen, ob ich halt im Dezember auch noch mehr Zeit habe, das vielleicht im Laufe des Dezembers fertig zu machen. Oder wenn ich halt im Dezember wieder arbeiten muss, dann müsste ich es halt jetzt im November quasi noch fertigstellen. Und ja, dementsprechend werde ich die Details da noch erarbeiten, in welcher Variante ich das genau mache mit dem Kalender. Aber ihn wird es auf jeden Fall geben. Gut, liebe Leute, wir sind jetzt bei 21:06 Uhr. Und wir haben, Jürgen, was hast du umgezählt? Hast du mitgezählt? Ich habe deine, wo sind wir denn jetzt? Weil wir sind jetzt nämlich mit Dame gegen Bauer durch. Wir müssten jetzt bei 17 gewesen sein. Das heißt, wir könnten jetzt mit der 18 sogar schon weitermachen. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal ruhig flüssig weitermachen. Ihr habt ja bestimmt noch Lust und Bock. Dann arbeiten wir uns einfach weiter vor und bleiben dann da stehen, wo ihr, ja, wo ihr keine Lust mehr habt, oder schaffen sie vielleicht komplett alle. Jetzt wird es auch ein bisschen einfacher, dadurch, dass die Dame erstmal verschwindet und wir weitermachen mit dem Kampf Turm gegen Bauer. Das ist unsere erste Stellung. Weiß ist hier am Zug. Hier handelt es sich um eine, ja, ganz klassische alte Studie. Und im Idealfall kennt ihr sie.
Ja, ach, ich glaube, am Ende bist du auf jeden Fall noch doch ganz gut. Diese Damen gegen Bauern-Geschichten, die, ja, da kann man auch mal daneben greifen. Ne? Bist du nicht der Erste und nicht der Letzte, dem was passiert. Genau, also diese Stellung beruht auf einer Studie. Und wie ich gerade eben gesehen habe, ist das Thema durchaus interessant. Ich habe es nämlich gerade erst bei einer Schwarz gewinnt, bekannte Studie. Schwarz gewinnt? Die so oft geändert wurde. Wäre mir jetzt bei der Studie nicht bekannt, dass die geändert wurde. Ja, die Studie habe ich schon auf meinem Kanal gezeigt, das ist richtig. Die Studie habe ich auf meinem Kanal schon gezeigt. Das stimmt. Aber das gilt für noch mehr Stellungen, die wir heute hatten und trotzdem hattet ihr sie nicht alle richtig. Die habe ich schon gehabt, weil das eigentlich ein ganz wichtiges Motiv ist und auch öfter als man denkt tatsächlich vorkommt. Und ich habe es gerade auch erst in der Diskussion gehabt. Unterzuckert, ja, dann trink doch was nebenbei, Mensch. Hast du nichts da? Ich habe hier immer schön meinen Eistee hier heute. Genau, das habe ich nämlich gerade gesehen in einer Diskussion um irgendeine Partie von, oh, weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Und da war nämlich auch eine Stellung aus dem Video gemeint und da war nämlich auch die Sache. Und da kommt, käme nämlich das in einer Variante, die da angegeben wurde, genau das gleiche Motiv zu tragen. Und es haben zig Leute nicht gesehen oder nicht wahrgenommen, dass das genau dieses Motiv ist und es da halt in dem Fall nicht zum Gewinn führt. Aber es ist genau die gleiche Motivlage. Also das ist schon ein Motiv, was wichtig ist. Okay, ich höre hier mehrmals und habe jetzt mehrmals, glaube ich, gelesen, es müsste zum Sieg reichen. Remis würde ich doch vermuten. C7 gewinnt oder nicht? Ja, das. Okay, also C7 ist natürlich hier der offensichtliche Versuch. Und wir machen das ganz einfach. Ich spiele halt einfach mal schwarz. Und die, die es jetzt nicht kennen, also Jürgen nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal raus, weil er hat ja schon so einiges erzählt. Können ja mal sich Gedanken machen, wie sie hier nach Turm D6 Schach weiterspielen. Jürgen ist mal außen vor, der kann mal erzählen, was er hier heute schon getrunken hat. Oder was er jetzt hier, warum er hier jetzt unter Zucker ist, warum er nicht zu trinken hat. Hast nichts da? Cola, Eistee, was weiß ich, was du gern trinkst. Okay, und wo wir gerade bei Eistee sind, ich gehe mir nochmal ganz schnell neun machen. Und Christian sollte vielleicht nochmal neu überlegen, denn nach König B7 mache ich Turm D7. Dann brauchen wir über Gewinnen wohl nicht mehr reden. Also nochmal ein Zugpaar zurück.
Okay. Okay, also ja, König C5 würde ich in der Tat hier Turm D1 spielen. Nebst Turm C1 und dann schlage ich da hinten oder wenn du halt jetzt nicht einziehst, dann ja, habe ich halt immer die Zeit, meinen Turm für den Bauern zu opfern. Oder ich warte, lass dich erst umwandeln. Wie auch immer. Aber ja, König C5 funktioniert auch nicht. Also bleibt uns nur ein Zug. Also ich weiß nicht, Tom, ich kenne mehrere Studien, oder Studien, weiß nicht, ob das Studien waren. Studien bin ich jetzt nicht hier. Also ich kenne auf jeden Fall eine Stellung, die in diversen Endspielbüchern gedruckt wurde und verwendet wurde und immer wieder mit verschiedenen Ergebnissen. Und dies wurde immer wieder. Okay, König B5. Gut, macht Sinn. Turm D5 Schach. Okay, gut, Philipp hat das Muster erkannt. Also König B4, Turm D4 Schach, König B3, Turm D3 Schach, König C2. Okay, genau. Soweit richtig. Für alle, die sich das Manöver nochmal so ein bisschen merken wollen oder kurz Bezug auf mein Video dazu, das Manöver nennt sich Rolltreppe tatsächlich. Auch wenn es scheinbar nicht so gut bekannt ist. Denn die König und Turm, so kann man sich das vorstellen, fahren hier quasi eine Rolltreppe. Also jeder fährt seine Linie runter. Und deswegen heißt das Ganze so. Ja, und Jürgen hat schon die spannende Frage gestellt. Was spielt ihr auf Turm D4? Also auf König C3. Folgt Turm D1. Da müsstet ihr wieder zurück. Da kommt ihr so nicht weiter. Ja, und was spricht gegen die Dame? Das ist eine sehr gute Frage. Das Schöne ist daran ja mittlerweile, dass ihr mein Gesicht nicht seht. Ihr könnt nicht sehen, wie ich darauf reagiere. Vielleicht spielt ihr einfach nur Turm D4, um irgendeinen Zug zu machen. Vielleicht hat es hier überhaupt keinen Sinn. Vielleicht hätte ich genauso gut irgendeinen anderen Turmzug machen können. Ah, auf C8 Dame kommt Turm C4 Schach. Jawohl. Das hat der Philipp sehr schön erkannt. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er König C3 vorgeschlagen hat. Denn den kleinen Trick hat er wohl gesehen. Ja, und wenn man die halt schlägt, ist das eine sehr blöde Konstellation. Okay, so geht's also auch nicht.
Genau, deswegen ist das hier in dem Fall eine Studie. Also das Manöver gibt es natürlich auch so ab und zu. Aber mit dem König auf A1 ist es halt eine ganz besondere, ist es halt eine ganz besondere Stellung. Und Turm ist vermutlich auch Remis. Ist vermutlich Remis oder ist Remis? Vermutlich ist immer schlecht, gerade in Endspielen. Zumal es in Endspielen kein vermutlich eigentlich gibt. Klar, ihr seid euch da oft nicht sicher und das kann ich auch nachvollziehen. Aber gerade in Endspielen gibt es halt ein Ergebnis und deswegen ist es halt gerade wichtig, das Ergebnis in der Stellung zu kennen. Das könnt ihr halt in der Eröffnung, im Mittelspiel, wo auch immer, nicht machen. Und da ist es oft halt schwer, eine Stellung abschließend zu beurteilen. Deswegen haben wir da ja so viele verschiedene Varianten mit, ja, ausgeglichen, leichter Vorteil, Initiative, alles, was es da halt so gibt. Und von daher... Rechenfaul, so. Also Rechenfaul geht hier auf dem Kanal schon mal gar nicht. Ihr seid hier beim Taktik- und Endspielkönig. Von daher... kann ich da gar nicht durchgehen lassen. Hier Rechenfaul. Verrechnen ist in Ordnung, aber Rechenfaul kann ich nicht akzeptieren. Ja, gibt es da denn so viel zu rechnen? Ja, Philipp sagt, in Turm umwandeln gewinnt. Okay. Na, gucken wir mal, was Philipp gefunden hat. Also hier droht offenbar matt. Und die einzige sinnvolle Verteidigung, die ich habe, ist wohl Turm A4. Anders kann ich ja die A-Linie nicht verteidigen. Und was hat sich der liebe Philipp jetzt ausgedacht? Du bist ja nicht sicher. Ja, was hast du denn gesehen? Du musst ja irgendeine Idee gehabt haben. Jawohl, da ist er. König B3, der kleine Fiese. Und nun haben wir irgendwie ein Problem. Weil da droht matt und da hängt ein Turm. Und das lässt sich nicht beides zusammen irgendwie decken. Das haut nicht hin. Und deswegen ist das Ganze auch eine Studie. Genau wegen diesem schönen Ende. Das ist hilfreich, das Ganze schon mal gesehen zu haben. Genau. Gut, wir springen vielleicht trotzdem mal ganz kurz zum Anfang. Einfach der Vollständigkeit halber über das Bild der Viersteiner. Denn ich habe hier gerade gemerkt, ich habe die Stellung nur so gemacht. Ich habe die nicht in weiteren Variationen gemacht. Und hier gab es noch eine Frage relativ früh. Ich glaube, Christian war es auch, der halt irgendwie vorschlug, na, was ist hier eigentlich mit Turm D1? Turm D1 hat halt das Problem, dass wenn hier eine Dame umgewandelt wird, du zwar auf der B-Linie Schach geben kannst, und wenn ich jetzt die E10-Linie laufen würde, könntest du die Dame aufspießen,
Aber wenn ich in die A-Linie laufe, hast du halt keine weiteren Schachs mehr. Und dementsprechend würde Weiß hier halt gewinnen. Es gibt noch einen anderen interessanten Zug grundsätzlich. Das wäre hier Turm D2. Und jetzt könnte ich nach der Umwandlung halt sagen, okay, jetzt kann ich auf der B-Linie Schach geben. Auf die C-Linie kannst du nicht. Und so kann ich halt auf der A-Linie Schach geben. Und das stimmt auch. Jetzt gibt es uns das kleine Problem, dass ich dieses Feld nicht mit dem König unter Kontrolle habe. Würde mein König auf B1 stehen, dann hätte ich auch hier jetzt tatsächlich Remis gehalten, denn dann würde dieses Manöver nicht funktionieren wegen Turm C2 Schach. Aber dadurch, dass der König halt so blöd steht, auf A1 funktioniert es halt nicht. Aber das vielleicht der Vollständigkeit auch nochmal, weil das ist auch nochmal ein Motiv, was ab und zu mal vorkommt. Dass man eventuell diese Verteidigungsstellung einnimmt. Das kann durchaus mal sein. Also gerade wenn ihr jetzt hier auf dem Flügel vielleicht noch irgendwas los ist, wenn da noch irgendwie Bauern sind und euer Turm war versperrt und konnte nicht direkt irgendwie rüberschwenken, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass wenn euer König hier steht, ihr vielleicht mit dem Turm von, keine Ahnung, sagen wir mal hier drüben oder so, so ein Manöver fahrt und hier dann irgendwie auf eins dieser Felder kommt und damit so eine Art Dauerschach quasi anstreben könnt. Oder zumindest halt die Dame wieder zurückholt. Das kann durchaus mal passieren in der Praxis. Daher ist das hier ja ganz gut, ganz wichtig zu kennen. Okay. Weiter geht's im klassischen Kampf Turm gegen Bauer. Auch das ist eine Stellung, die in so einem Rennen durchaus häufig aus dem Turm ins Spiel kommen kann. Weiß es hier im Zug. Wie geht diese Stellung aus? Was sollte man spielen? Was sollte man sein lassen? Oder ist es hier völlig egal? Verliert man sowieso. Wobei auch dann immer noch gut wäre, die besten Tricks zu kennen. Weiß gewinnt nicht. Okay, super. Stark. Eins von drei Ergebnissen schon mal ausgeschlossen. Bleiben noch zwei zu prüfen. Aber super Start, solide. Wissen direkt raus auf den Tisch. Okay. Was ist, wenn Schwarz auf Zeit verliert? Hat Weiß doch gewonnen. Nein. Nein, ist gut. Ruhig alles, was ihr an Wissen habt, was ihr an Ideen habt, raus dazu. H7 Fragezeichen, Turm G1 Schach, König H6, König F7. Sieht nach einer doofen Variante aus. Also aus weißer Sicht sollte man vielleicht nach was anderem Ausschau halten. Okay, also wir haben schon mal zwei Leute, die König G7 spielen wollen, aber die wollen nach Turm G1 Schach unterschiedlich weiterspielen. Jan Gustafsson wäre natürlich eine super Quelle. Habe ich bisher noch nicht schlagen können, den Mann. Habe ich zwar schon zweimal probiert, also im Blitzen, aber ist mir noch nicht ganz gelungen.
Obwohl spannende Stellungen entstanden sind, aber habe ich noch nicht geschafft. Aber das wäre natürlich eine super Quelle. Von daher klingt nach einer guten Variante. Aber Jürgen hat was von Patt geschrieben. Patt ist natürlich auch nicht zu verachten. Vielleicht habt ihr auch beide recht. Ja, ich habe im Banter auch zweimal gegen ihn gespielt. Aber schon gegen andere, die da rumlaufen, teilweise gespielt, aber unterschiedlich gut. Meine beste Partie war eine Blitzpartie gegen den, oh, wie heißt der? Habe ich schon wieder vergessen. Auf Chess24. Der ist zwar nur FM, aber der hat auch ein Riesen-Rating. Und ich glaube, der hat auch irgendwie fast ein 3000er-Rating oder so, da irgendwo rumflitzen oder sowas. Also das, ja, da stand ich sogar auf Gewinn, habe ich es nur dann versaut. Aber gut, das wäre ein Thema für ein anderes Format. Okay, also wir können mal ganz kurz nachvollziehen. Erstmal die Variante, die Jürgen angegeben hat, H7. Turm G1 Schach, König H6. Und König F7 ist halt ganz wichtig. Und das ja, endet in der Tat sehr schlecht für Weiß. Wenn man jetzt halt in Dame oder irgendwas umwandelt, kommt Turm H1 Schach und sammelt das halt ein. Und das Thema mit dem Springvieh hatten wir halt schon mal. Auch wenn es in dieser Konstellation hier ja, noch nicht sofort weg ist, sehen wir auch hier nach wenigen Zügen, dass dieses Springvieh gleich abhanden kommt. Der in der Ecke ist halt nicht so gut. Von daher, ja, H7 also verliert definitiv. Also euer Vorschlag hier auf jeden Fall deutlich besser. König G7, Turm G1 Schach. Und jetzt ist halt die Frage, wohin soll es gehen? Drei Felder habt ihr zur Auswahl. Manche sind vielleicht gut, manche sind nicht so gut. Wie gesagt, ihr könnt euch ja am besten von den Varianten der anderen überzeugen. Findet ihr was gegen die Varianten der anderen? Oder hauen die alle hin? Gibt es da irgendwo Probleme? Das Banterblitzformat, das macht schon Spaß. Finde ich schon eine schöne Sache. Das gegen den, weiß ja nicht, welche Nationalität der hat, das war halt richtig lustig. Weil der sich irgendwie in der Wertungszahl tatsächlich komplett verlesen hat. Ich habe das später danach geguckt. Der hat mir irgendwie im Kopf 300, 400 Punkte, 300, 400 Punkte mehr gegeben. Er hat dann irgendwie gedacht, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, 2,7 oder irgendwas und 2,8 oder sonstiges. Und ich hatte derzeit auf Chess24 2,6 oder sowas. Also Turm G8 könnte man schlagen am Ende der Variante, das wäre nicht so gut. Dann würde es in der Tat matt werden, aber man würde Weiß irgendwann matt setzen. Dann hätten wir doch das Ergebnis, was es eigentlich nicht geben dürfte. Aber ich verrate mal so viel, dass eine der beiden Varianten falsch ist. Also einer hält Remis und der andere verliert. So viel gebe ich euch mal mit auf den Weg. Als Grundlage. Jetzt könnt ihr quasi wirklich herausfinden. Wenn ihr von eurer überzeugt seid, dann findet raus, warum die andere nicht funktioniert. Es kann nur einen geben. Sonst wäre dieses Endspiel ja auch nicht so interessant. Wenn ihr hier tatsächlich jetzt hier
Gut, König G7 musste man erstmal finden als Idee, dass H7 halt nicht funktioniert. Aber auch jetzt wäre es ja viel zu einfach, wenn das alles funktionieren würde. Endspiele sind ja dann noch richtig spannend, wenn nur einer funktioniert. Immer nur einer. Vielleicht an der Stelle übrigens immer nur einer. Die typische Kommentierung in Endspielen übrigens, wenn man bei sowas dann irgendwie Ausrufezeichen liest, dann ist Ausrufezeichen in der Regel versehen mit einziger Zug, der dann Remis hält. Also auch hier in diesem Beispiel, ihr könnt jetzt meine Notation nicht sehen, so wie ich es eingebaut habe, aber König G7 kriegt halt tatsächlich auch ein Ausrufezeichen, weil es der einzige Zug ist, der halt Remis hält. Und das Ausrufezeichen war bei Tom schon richtig gesetzt. König F8, Ausrufezeichen, ist der einzige, der das Remis hält. Es gibt keine Möglichkeit für Schwarz hier irgendwie vorwärts zu kommen. Da geht nichts mehr. Ich kann ja irgendwie noch König F6 machen. Ich muss ja mit dem König irgendwie dichter ran, sonst habe ich ja keine Chance, was zu holen. Kann den hier jetzt nochmal stoppen. Aber ja, jetzt fehlt mir halt ein Tempo. Ich bräuchte irgendwie ein Tempo mehr, um hier gewinnen zu können. Ja, dann hätte ich halt irgendwie eine Möglichkeit. Aber so passiert hier tatsächlich nichts. Hier kann ich nicht gewinnen. Und bei Jürgens Variante mit König H8 gibt es zwei Probleme. Ein einfacher Versuch wäre, oder eine einfache Möglichkeit zu widerlegen, wäre König F6. Und nach H7 geht er noch mit dem Turm rüber und setzt dann gleich matt. Alles klar, Philipp. Kannst dir den Rest ja später angucken. Weil ich glaube, wir werden es jetzt hier nicht noch... außer ihr sagt gleich alle, ihr wollt nicht mehr, müsst ihr sonst mal Feedback geben. Ob wir die restlichen halt noch machen wollen oder ob wir es lieber sagen, okay, wir stoppen das für heute und machen den zweiten Teil morgen nochmal. Und dann ergänzen wir es halt danach mit anderen Dingen. Habe ich auch kein Problem mit. Oder ob ihr es halt durchziehen wollt, könnt ihr gleich mal so eure Meinung hier mal preisgeben. Oder was hier auch funktioniert, ist tatsächlich König F7 oder auch mit König F6 als ersten Zug. Und ein anderes Manöver, was man hier vielleicht auch schon mal durchaus gesehen haben könnte, wäre halt König G6. Jetzt versperrt der König quasi selber die Turmlinie und dann kommt König G8 und König H6 Schach. Und so würde man dann auch gewinnen können. Das geht auch. Das ist natürlich hier interessanter, weil das natürlich wirklich mal entstehen könnte, auch aus anderen Stellungen. Da könnte auch der König natürlich von woanders gekommen sein. Er musste jetzt nicht von hier gekommen sein, sondern er hätte jetzt auch von irgendwo anders hinlaufen können und könnte halt in die G-Linie laufen und die G-Linie versperren und dann weiterlaufen nach H6. Das ist vielleicht was, was durchaus nochmal vorkommen kann. Von daher auch das Motiv nicht ganz unwichtig hier an der Stelle. Ja, Jürgen, ob König F6, König F7, das ändert nichts. H8 Echse, ja. Okay. Schere, Stein, Papier, Echse, Spock, ja. Und dann nehmen alle Echse. Ja, ist auch aus Big Bang Theory. Schere, Stein, Papier ist Sheldon irgendwann zu langweilig und dann wird aus Schere, Stein, Papier Exes Bock.
Und dann, oh, ich weiß die einzelnen Varianten aber nicht mehr. Okay. Und dann weiß ich nicht, Echse vergiftet Spock und keine Ahnung, wie das alles war. Das wird dann alles erweitert, aber weil alle natürlich Star Trek-Fans nehmen alle permanent Spock. Von daher, ja, es ist dann noch schlechter als vorher, weil es gar keine Gewinner mehr in dem Spiel gibt, weil alle noch Spock nehmen. Jawohl. Ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch Energie? Wollt ihr noch ein bisschen oder wollt ihr nicht mehr? Also wir haben jetzt, ich kann aber gucken, was wir noch über haben. Wir sind jetzt bei der zweiten angekommen. Das heißt, ich hätte insgesamt noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück hätte ich insgesamt noch. Also doch noch einige, die wir vor uns haben. Bei dem, was wir jetzt schon, also würden wir bestimmt noch, keine Ahnung, bis 23 Uhr oder so, brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir die alle durchziehen wollen. Wäre halt die Frage, wie ihr das seht. Weil sonst haben wir bald zu wenig für morgen, wenn wir die nochmal weitermachen wollen. Also weiß ich nicht. Sagt mir gerne eure Meinung dazu. Mir ist es egal, ich richte mich da ganz nach euch. Zeit und Lust habe ich noch. Aber wenn bei euch die Kräfte schwinden, dann ist halt, den ist halt auch blöd. Oder jemand sagt, ich kann nicht mehr, mir wird das zu viel. Ein, zwei gehen noch, sagt der Jürgen. Wie ist der Rest? Wollt ihr noch eins beim machen? Ich kann mal kurz gucken, ob das. Aber ich glaube, thematisch ist das jetzt eh egal, was ist jetzt alles Kampfturm gegen. Wobei eine könnten wir auf jeden Fall noch machen. Die würde jetzt noch gut zum Thema passen. Die stelle ich schon mal aufs Brett. Zeige euch schon mal die nächste. Weiß ich nicht, Alternative, wenn ihr noch irgendwie weitermachen wollt, ist mir egal, ich bin für alles offen. Es hat halt nur wenig Sinn, wenn es jetzt wirklich zu Stellungen kommt, die ihr nicht exakt kennt und wo ihr anfangen müsst zu rechnen. Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert Schere. Tiere köpft Echse, Echse hier, da liegt Spock, Spock verdampft Stein. Stein schleift Tiere, okay. Häschen? Eine Partie Häschen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder Häschen? Oder was ist Häschen? Bitte kurz um Aufklärung. Jetzt brauche ich mal eine Schulung. Ach so, Häschen. Okay, alles klar. Ja, ich bin da völlig offen. Können wir gerne machen. Aber wie gesagt, ich. Okay. Aber ich glaube halt auch, dass die Endspiele, dass das dann gleich gut ist. Dann lasst uns den Part dann nochmal machen. Den Part dann morgen zu Ende machen. Ich habe sowieso noch so ein paar lustige Endspiele, so oder so. Die können wir dann im Anschluss an die restlichen vier Sterne morgen machen. So ein bisschen, ja, so ein kleiner Taktik-Endspiel-Mix habe ich was Passendes gefunden, wobei ja wir auch hier sehen, Endspiele sind ja durchaus taktisch. Taktisch heißt ja nicht unbedingt immer Riesenopfer und Matt setzen, sondern taktisch heißt ja am Ende des Tages einfach nur konkrete Varianten aufgrund bestimmter Gegebenheiten. Jo. Also habe ich gesagt, in der Ausgangsstellung ist natürlich Weiß übrigens dran.
Wie geht denn das Ganze hier aus? H, König G8, König F6. Sieht nicht so schön aus. Ausschlussverfahren, König G6. Ausschlussverfahren ist auch immer eine super Variante. Klappt auch oft erstaunlich gut beim Schach. Ausschlussverfahren ist nur manchmal schwierig, weil man manchmal ein bisschen beschränkt manchmal denkt und Sachen viel zu früh ausschließt, obwohl sie vielleicht gar nicht so klar sind. Aber ja, ihr habt hier natürlich recht, also König G8 wäre nach König F6 hier sehr fatal. Nicht nur, dass ihr nach H7 natürlich schon direkt mit Turm A8 matt setzen könntet. Sollte euer König von irgendwo anders kommen, könntet ihr hier sogar nochmal König G6 spielen und würdet immer noch gewinnen. Das ist vielleicht was, was man sich dann auch nochmal im Hinterkopf behalten muss. Denn ich sag mal, diese Situation, dass ihr hier den Randbauern habt, und dass der Turm auf der siebten Schach gibt, ist halt eine Konstellation, wo viele, auch wenn der König jetzt hier nicht so klar und direkt dran wäre, wo viele einfach automatisch König G8 spielen würden. Aber ihr müsst euch halt im Klaren sein, wenn dieser König auf G6 auftaucht, dann habt ihr halt ein Problem. Also in diesem konkreten Fall hier wäre zum Beispiel alle Felder, von denen, genau, den König wegzublocken, das ist hier halt das tatsächliche Ziel. Das heißt, selbst wenn der König jetzt hier irgendwo stehen würde, also wir könnten jetzt quasi hier anfangen, einen größeren Bereich zu zeichnen, alles was hier in diesem Bereich ist, wo dieser König innerhalb von zwei Zügen hier auf G6 auftaucht, all das wäre hier tatsächlich jetzt dann hinüber. Also in dieser Stellung ist es jetzt noch ein bisschen einfacher konkret, weil halt König F6 hier nicht mal H7 ziehen könntet, aber auch aus diesen ganzen anderen Feldern würde man hier tatsächlich gewinnen können mit dem König, weil man einfach nach G6 läuft und dann halt matt setzt oder ihr halt den Springer unterwandeln müsst. Hier ist nochmal ein bisschen einfacher. Von daher das vielleicht nochmal grundsätzlich, also auch wenn der König hier auf da oder so steht, das ist auch was, wo viele dann drauf reinfallen. Also auch dann wäre das Schach hier sehr bitter und dann müsst ihr halt immer aufpassen, dass ihr entgegenzieht. Ja, Bodycheck ist im Prinzip die Bezeichnung dafür. Also Bodycheck genauso wie es gemeint ist. Einfach den gegnerischen König auf Distanz halten. Und das ist auch noch ein Thema, was uns noch weiter später in den Turmhinspielen und allen noch beschäftigen wird. Und ja, was auch hier noch weiter vorkommen wird. Genau, König G6 und jetzt ist halt das Problem, dass der König ja, da halt nicht weiter rankommt. Genau, der Turm allein kann halt nichts machen. Der Turm könnte halt nur mit dem König zusammen gewinnen. Und deswegen geht hier jetzt auch nichts. Und ja, da ihr ja nun schon so gut Bescheid wisst, wisst ihr natürlich auch, was ihr hier auf Turm 1 ziehen sollt.
Denn ihr seid ja mittlerweile gut geschult in diesem Endspiel und das klappt ja wie aus dem FF. Also wisst ihr ja, was ihr auf Turm 1 jetzt machen müsst. Genau, König G7, jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Was macht ihr auf König F5? Nicht, dass ihr denkt, die Variante ist schon vorbei. Wer gedacht hat, die Variante ist schon vorbei, der kennt mich schlecht. Die Variante ist erst vorbei, wenn sie vorbei ist. Okay, H7, ist klar. Turm A7 Schach. Ah, König H6. Okay. Nochmal Bodycheck, ganz wichtig. König G8 verliert. Da hätten wir das nächste spannende Muster. Wenn euer König hier jetzt nicht auf G7 gestanden hätte, sondern auf F7, würdet ihr verlieren nach Turm A7 Schach. König G8, König G6. Jo, aber wie Jürgen schon richtig gesagt hat, König A6 hält hier halt nochmal den halben Punkt fest. Weder Bodycheck, nicht diesen König hier ranlassen. Oh. Jawohl, sehr hübsch. Sehr hübsch, Bodycheck ein wichtiges Thema. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute, was diese Endspiele angeht. Sonst ja, bleibt uns für nächstes Mal zu wenig Material. Aber dann machen wir morgen um 19 Uhr, machen wir dann auf jeden Fall die restlichen 4 Steiner, die noch da sind. Und anschließend machen wir noch so einen kleinen Taktik-Endspiel-Mix. Da habe ich so ein paar interessante Sachen in letzter Zeit gefunden. Und dann würde ich halt nächste Woche Freitag auf jeden Fall mit den Turm-Endspielen starten. Und jetzt würde ich für den Moment hier, außer ihr habt noch irgendwas zu den 4 Steinern für den Moment, was wir hier jetzt gesehen haben, den Stream auf jeden Fall schließen und würde dann gleich nochmal einen neuen Stream aufmachen. Ja, muss ich schnell spielen. Jürgen fängt ja zeitig an, muss bis 19 Uhr fertig sein. Und Jürgen auch. Mit seinem kompletten Simultan. Habt ihr euch was vorgenommen? Ja, ja, ihr könnt es euch ja auch später nochmal angucken. Das ist nicht das Problem. Oder, naja, wenn ihr da eh beide seid. Aber andersrum, Anfang hat auch keinen Sinn. Okay. Tja. Ja, wir können ja mal gucken, sonst, keine Ahnung. Wenn 19 Uhr nicht passt für so viele, dann
starten wir sonst später oder so. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, für den Moment würde ich auf jeden Fall den Stream hier erstmal schließen. Und würde mich in ein paar Minuten mit dem neuen Stream hier wieder melden. Und dann können wir irgendwas auf Leeches machen. Ja, könnt ihr schon mal Herausforderungen oder was schicken. Und ich stelle das hier kurz um, gehe mal auf Toilette und richte einen neuen Stream ein, sodass ich dann auf Leeches auch gleich zu sehen bin, wenn es da schon weitergeht. Jo, alles klar. Dann mache ich den jetzt für den Moment zu und wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder im nächsten Stream.